Würde ich sagen, starten wir mal mit Hellride. Auch. Das leise Kratzen einer Feder auf Pergament ist das einzige Geräusch in dem geräumigen Arbeitszimmer, das nur von dem warmen Kerzenschein an der Laterne auf dem mächtigen Eichenholzschreibtisch erleuchtet wird. Ein kräftiges Klopfen lässt die hochgewachsene Frau mit den alterslosen Gesichtszügen innehalten. Mit einer geschmeidigen Handbewegung wischt sie die verbleibende Tinte auf dem Federkiel an einem Stofftuch ab und platziert ihn in einer kunstvollen Halterung, während sie den Blick aufmerksam auf die Tür richtet. Herein! Snow! Würdest du dich einmal kurz beschreiben? Oh, okay. Ich bin ein etwas älterer Mann. So Anfang 40 würde man wahrscheinlich schätzen. Ich habe... Kannst du das Bild gleichzeitig groß machen? Ja, Moment. Ich kann es für mich groß machen, aber für alle musst du es, glaube ich, selber machen. Das kann ich, glaube ich, nicht. Ja. So. Bei mir nicht groß. Du musst, also du öffnest das und dann steht da irgendwo oben rechts, glaube ich, für dich Share with others oder Show other players oder so. Ich sehe nur View, Character, da Show players, jawohl. Ah! Ein sehr handsome Dude. Perfekt. Also ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe einen sehr markanten Bart, wie man sieht. Ich habe, sagen wir mal, recht ordentliche Kleidung. Also ich weiß, wie man sich anzieht. Ich habe, und das ist mein größtes Merkmal, an meiner Stirn eine etwas auffällige Stelle, an der keine Haare mehr wachsen. Und viel auffälliger ist diese große Augenklappe, die ich immer mit mir rumtrage. Und dahinter sieht man starke Brandnarben. Ich gehe recht bestimmt in dieses Zimmer rein und lächle dabei auch leicht. Levenhard, guten Abend. Ah, guten Abend. Ich habe eine kleine Mission für euch. Nehmt doch Platz. Sie bedeutet dir, auf einem Stuhl ihr gegenüber Platz zu nehmen. Ich setze mich auf den Stuhl. Was ist das für ein Stuhl? Ein Polsterstuhl mit dunkelblauem Stoff bezogen. Das ist relativ bequem. Okay. Ich lasse mich einfach genüsslich in den Sessel fallen. Wir haben ein kleines Problem. Und ich glaube, ihr könnt es vielleicht lösen. Die Teufel haben etwas gestohlen, was nicht ihnen gehört. Und leider ist es unser Problem. Jemand hat sich an der privaten Sammlung des Prinzen des Sommerhofs, der Fey, bedient und er war darüber nicht besonders erfreut, wie du dir vielleicht denken kannst. Private Sammlung des Prinzen? Das hat er wahrscheinlich nicht allzu freudig entgegengenommen. Nicht wirklich, nein. Rachsüchtiges Völkchen. Was wurde denn gestohlen? Alles zu seiner Zeit. Ein Artefakt. Und dieses Artefakt hätte er gerne wieder. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir diesem Prinzen einen Gefallen schulden. Und er sich gedacht hat, den können wir doch jetzt mal einlösen. Wieso schulden wir eigentlich so vielen Leuten einen Gefallen? Ah, das kommt daher, dass einfach viel zu viele Leute viel zu viele Probleme machen und man dann ab und zu mal Gefallen ausgeben muss. Schuldet ihr niemandem etwas? Also in der Regel versuche ich meine Schuld sofort zu begleichen. Löblich, löblich. Aber meistens klappt das nicht. Wie dem auch sei, wie kann ich denn helfen? Sand. Ein Vollstrecker Levistus, dem Herrscher der fünften Hölle. Er ist Herrscher, derjenige. Herrscher der Hölle?
Nicht, er ist es nicht direkt, aber ein Untertan davon. Ein Untertan? Ja. Der gute Herr hat das Artefakt entwendet und ist jetzt gerade wieder auf dem Weg zurück zu seinem Herrscher. Und dieser Untertan ist direkt einem Herrscher der Hölle unterstellt? Über ein, zwei Ecken, ja. Ein Diener von ihm praktisch. Ein, wie gesagt, ein Vollstrecker. Er bringt manchmal Leute um, klaut manchmal Dinge. Oh, das klingt ja absolut ungefährlich. Aber ungefährlich ist doch nicht euer Milieu. Ja, da ist was dran. Wie dem auch sei. Der Prinz, aufgebracht wie er war, hat gesagt, wenn wir sein Schmuckstück nicht wiederkriegen, dass er dann einen Krieg gegen die Hölle ausrufen will. Und sagen wir es mal so, sie werden ganz bestimmt nicht in den Höllen kämpfen und nicht im Feywild. Der Prinz hat gesagt, er will einen Krieg gegen die Hölle ausrufen? Ja, er will seine Sachen wieder. Wurde der nicht beraten? Beratungsresistent ist durchaus ein Wort, was ich für diesen Prinzen nehmen würde. Also ich trage den König ja in allen Ehren, aber ein Krieg gegen die Hölle ist Selbstmord. Ja, das ist mir bewusst. Und deswegen wollen wir das Artefakt auch wiederholen. Wir oder ich? Natürlich nicht alleine. Ich habe mir die Freiheit genommen, euch ein paar Leute zusammenzustellen, die ihr schon zumindest kennt. Ein paar mehr, ein paar weniger. Würdet ihr sie bitte reinlassen? Ich bin mir sicher, sie warten schon vor der Tür. Spricht sie mit mir oder ist da noch wer im Raum? Ja. Nein, sie spricht mit dir. Und bedeutet auch auf die Tür, zu der du vorhin eingetreten bist. Ich drehe mich erstmal oben in meinem Sessel und gucke zur Tür. Ist die weit weg? Muss ich dafür aufstehen? Ja, du musst dafür aufstehen. Oh, ich stehe auf. Sicher? Und trotte langsam zur Tür. Drehe mich nochmal zu ihr um. Jetzt bin ich aber gespannt. Und dann öffne ich die Tür. Alles klar. Zuerst tritt ein eine Tieflingsdame. Oh boy. Möchtest du das beschreiben, Sandra? Ja. Magst du das Bild öffnen? Yes. Das ist die Tieflingsdame. Sie ist eine, also ich bin eine Tieflingsdame. Sie hat sehr pink-lila-isch rote Haut mit lilanen Haaren. Man merkt ihr an, dass sie sehr viel für Aussehen gibt. Sie trägt sehr hohe Schuhe, die über den Boden klackern, egal wo sie hinläuft. Und sie versucht halt mit ihrem Aussehen halt so viel Aufmerksamkeit wie absolut möglich auf sich zu ziehen. Deswegen hat sie sich auch sehr schön gekleidet mit sehr viel Gold. Und ja, sie wirkt sehr jung und nicht sehr alt. Sie ist, schätze ich, Mitte 20. Und ja. Alles klar. Ah, Naki. Schön, dich zu sehen. Einen wunderschönen guten Tag. Setz dich. Ich würde mich aufmachen und mich höflich auf den Stuhl setzen, mit meinen Händchen auf den Schoß, auf meinen beiden Beinen und mein eines Bein über das andere schlagen. Alles klar. Hinter dir kommt eine Drachengeborene durch die Tür. Sushi, möchtest du dich mal beschreiben? Ja. Oh Gott. Ich bin Akira. Eine Drachengeborene. Oh mein Gott, I'm sorry, I'm so nervous. Alles gut. Alles gut. Warte, ich hab actually. Ich zeig das kurz bei mir im Stream. So, dass ihr ein grobes Bild dazu habt. Ich mach die Diablo-Musik an. Diablo-Musik ist geil. Ja.
Oh mein Gott, können wir kurz switchen? Ich habe da voll das Blackout. Alles gut. Die Drachengeborene stellt sich erstmal in die Ecke und beobachtet das Ganze, während ein etwas älterer Herr um die Ecke drängelt sich einfach vor. Sie kommt gar nicht dazu, dass wir sie richtig angucken können. Ich hoffe, das ist ihm wichtig. Ein menschlicher Herr deutlich fortgeschrittenen Alters. Nicht allzu groß, vielleicht schon etwas bucklig. Faltiges Gesicht und ein fast schon permanent besorgter Gesichtsausdruck betritt den Raum. Er reibt sich gerade noch etwas, sieht aus wie Dreck aus dem Gesicht. Ja, die Haare weiß und spärlich und die Haut weiß, schaut sich um. Ah, Balan. Höflich wie eh und je. Er reißt mich aus meinen Studien. Ich hatte fast einen Durchbruch. Ihr habt immer fast einen Durchbruch. Setzt euch. Und ich setze mich auf einen freien Stuhl. Alles klar. Würdest du bitte die Tür schließen, Levenhard? Sicher. Mach die Tür zu! Und die Türe schließt sich von selbst. Ich hebe einfach die Hände so. Na gut. Ihr seid euch bekannt untereinander? Ein bisschen. Einigermaßen. Perfekt. Wo wir jetzt alle versammelt sind, kann ich euch auch die Einzelheiten dieses neuen Auftrags offenbaren, dann muss ich mich nicht wiederholen. Wie ich schon meinte, wir haben den Auftrag, eine Fackel wiederzubringen. Eine Fackel? Ja. Klasse. Sie wurde einem Fey-Prinzen entwendet und es ist natürlich keine normale Fackel. Schade. Es ist eine Er könnte eine von meinen haben. Ich bin mir sicher, dass er sich darüber freuen würde. Und diese Fackel befindet sich momentan in einem Zug. Und auf diesen Zug sollt ihr aufsteigen. Sie guckt einmal in die Runde. Ich würde mich etwas nach vorne lehnen und wohin fährt dieser Zug? In die Hölle, mein Schatz. Ach, wie schön. In die Hölle seid ihr wahnsinnig. Jetzt wird's interessant. Ist das nicht gefährlich? Müssen wir für die Tickets selber zahlen? Naki würde sich ein Stückchen umdrehen und in seine Richtung nicken, von wegen sag so, als wäre das eine sehr gute Frage. Vela lacht ein bisschen, öffnet neben sich die Schublade und zieht einen Briefumschlag heraus und schiebt ihn über die Schreibtischfläche. Natürlich nicht. Hier sind die Tickets für euch vier. Er wird morgen früh abfahren bei uns im Bahnhof. Und ja, das Gleis und die Uhrzeit stehen auf den Tickets. Und ihr werdet kontrolliert werden. Dieser Zug. Willst du erst? Ja. Alles gut. Okay, ich trete etwas entsetzt an den Tisch heran. Guck mir diese Tickets an. Wie sehen die aus? Du machst den Umschlag auf und da drin liegen vier samt überzogene Karten, auf denen ein Gleis, nämlich das Gleis 2, um 12 Uhr eingestanzt ist und dann noch ein Symbol, was dir nicht bekannt vorkommt, aus Gold. Morgen steht da? Ja, also ich. Das Datum. Gucke etwas fragend in ihre Richtung und dann sage ich, ich weiß nicht, was mich mehr verwundert, dass wir nur einen Tag Vorbereitung haben oder dass der geht in die Hölle? Ja, zum Höllentor. Und der wird benutzt von, wahrscheinlich nicht von normalen Bürgern, oder? Nein. Sondern?
Teufeln aller Art, Menschen, die sich mit den falschen Wesen eingelassen haben, Hags. Ja, natürlich. Und die Teufel, die haben ein Ticketsystem. Ja. Fantastisch. Und die kontrollieren. Kann ich noch mal nachlesen? Es ist sehr schwer, in die Hölle runterzukommen von unserer Welt aus, wenn man nicht gerade ein begnadeter Magier ist. Und irgendwie müssen die Bewohner ja zu ihren Toren kommen. Und die Hölle, gut organisiert, wie sie sind, hat sich dafür ein System ausgedacht. Gut organisiert, fantastisch. Wie ihr wisst, sind die Insassen dieses Zuges nicht gerade normal. Und obwohl es kontrolliert ist, wer da reingeht und wer da reist, solltet ihr trotzdem immer auf der Hut sein. Ein bisschen Ärger machen, Aufsehen erregen wird schon nicht schlimm sein, aber erlaubt euch keine zu großen Schnitzer, ja? Ja, das würde mir niemals passieren. Ich tippe auf meine Augenklappe. Sehr klingt das nach Urlaub. Ja, für dich vielleicht, Balahn. Für dich vielleicht. Naki würde sich dann ganz bisschen umdrehen. Ach so, ich habe schon gehört, dass die Hölle ganz schön hart sein soll. Manche Ebenen davon. Ach, die elementaren Feuerebenen sind viel heißer. Oh, wart ihr schon mal da? Ich wollte gerade fragen. In dem Fall wart ihr alle schon in der Hölle. Sind Sie zufällig schon mit dem Zug gefahren? Ja, das kann man alles lesen. Und wenn man etwas lesen kann, dann kann man auch wissen. Wissen kannst du es erst dann, wenn du es erfahren hast. Aha. Kneift die Augen jetzt sehr eng zusammen und schaut auf die Drachengeborene in der Ecke. Oder wollt ihr mir erzählen, dass ihr etwas wissen könnt, ohne es vorher erlebt zu haben? Natürlich. Echt? Sie hat den Namen noch nicht genannt, right? Wir wissen noch nicht, dass sie Akira heißt, oder? Also, ihr habt schon öfter mal... Also entweder habt ihr vielleicht schon ein, zwei Missionen miteinander erlebt, also eure Namen sollten euch bekannt sein. Okay. Was macht ihr eigentlich hier, wenn wir unauffällig sein sollen? Deswegen habe ich eine... Entschuldigung. Alles gut. Deswegen habe ich eine Anzahl an verschiedenen Talenten gesammelt. Ein paar, die etwas unauffälliger sind und sie zeigt auf Naki. Und ein paar, die etwas mehr Stärke haben. Naki würde sehr erschrocken wirken, dass man sie unauffällig nennen würde. Wo wir hingehen? Oh, sie wird da wunderbar reinpassen. Um euch mache ich mir mehr Sorgen. Und sie zeigt, guckt so ein bisschen auf Balan und Levenhard. Ich erwidere den Blick. Wie dem auch sei. Dieser Zug ist ein wohlgehütetes Geheimnis der Hölle. Nicht viele wissen davon und das soll auch so bleiben. Wenn die Menschen und Elfen und Zwerge wissen, dass ein Höllenzug vor ihren Toren regelmäßig hält, würde das wahrscheinlich nicht so besonders gut ausgehen. Also alles wie immer. Reingehen, den Job erledigen, nicht auffliegen und im besten Fall nicht sterben? Ja, genau. Und diese Problematik bezüglich des Aussehens lösen wir... Ich schaue Balan an und tippe auf mich. Wie? Das wird kein Problem sein. Wie ich gesagt habe, es sind auch einige Menschen in diesen Zügen unterwegs, die... verschiedene Ziele haben. Ich könnte noch ein Ritual vorbereiten und wir würden unsere Seele verkaufen. Niemand wird hier seine Seele verkaufen, Balan. Ja, wir sollen doch in die Hölle. Oder? Ich gucke die gute Dame an. Ihr sollt ans Höllentor. Ob ihr in die Hölle gehen müsst, liegt an euch und eurer Expertise, ob ihr es schafft, die Fackel vorher zu entwenden. Wie sieht die Fackel aus? Ein kunstvoll gearbeitetes Stück, wirklich. Schlicht, aber kunstvoll.
schwarzer Onyx mit silbernen Verzierungen. Und sagen wir es mal so, ihr als Magiekundiger werdet sie wahrscheinlich erkennen. Sehe ich das richtig? Na, alles gut, ich schaue dich an, ich schaue die Drachengeborene an und warte. Bedeutet das, wenn wir nicht schnell genug sind, müssen wir in die Hölle? Durchaus, ja. Ja, das macht doch nichts. Dann nehmen wir einfach den Zug wieder zurück. Wow. Okay. Das habe ich vergessen. Der Zug hält am Höllentor und fährt dann wieder zurück. Das Höllentor ist, wie man so schön sagt, eine Einbahnstraße. Ah, das heißt, wir kommen nicht mehr zurück? Doch, kein Zug. Nicht durch dieses Tor. Wie kommen wir wieder zurück? Magie! Ein... Wie seid ihr da rausgekommen? Ja? Richtiger Zauber. Schau jetzt etwas fordernd Naki an. Das geht sie herzlich wenig an. Ich sehe ihr verständlich blendend. Wie dem auch sei, eure Tickets sind, wie ihr sehen könnt, zweite Klasse. Erste Klasse ist für bekanntere Persönlichkeiten vorgesehen. Euch da reinzuschmuggeln lag nicht in meinem Ermessen. Ihr werdet euch also durch den Zug schleichen oder zumindest gehen müssen. Mhm. Einmal Hölle, zweite Klasse, ist vermerkt. Mhm. Naki sieht etwas beleidigt aus, dass sie mit der zweiten Klasse fahren muss. Haben wir schon mal, also wir vier schon mal direkt miteinander zusammengearbeitet oder noch nicht? Also du hast auf jeden Fall schon mal mit Balan zusammengearbeitet. Okay. Den kennst du von einer Mission, aber, als du ihn befreit hast. Ja, aber mit Naki und mit Akira noch nicht, richtig? Ja. Okay. Doch, wir waren actually doch mal zusammen auf einer Mission. Oh, stimmt. Waren wir? Ja. Ja, wir waren zusammen auf einer Mission. Ist aber schon eine Weile her. Was war das für eine Mission? Oh. Gute Frage. Du hast sie praktisch der Organisation vorgestellt. Also, du hast sie auf der Straße angeheuert als Söldner, als du mal Manpower gebraucht hast in einer Situation und sie hat sich bewährt in deinen Augen und ich stell mir das so vor, dass ich in irgendeiner Mission, die heikel verlaufen ist, ein paar Männer verloren habe oder Frauen und habe ich sie einfach zufällig gesehen, angesprochen und mitgenommen oder so. Ja, über die Schulter geworfen. So nach dem Motto, du da! Und dann einfach Geld in die Hand gedrückt, mitkommen jetzt! Ja. So ähnlich. Ich hatte gerade nichts Besseres zu tun. Dachte, okay. Der sieht ganz schnuckelig aus. Ich gehe jetzt einmal mal mit. Ach, die schöne Augenklappe. Er hat mir zugezwinkert. Er hat auch nur geblinzelt. Ich weiß es nicht. Alles klar. Einige unter euch kennen sich ja schon. Ansonsten habt ihr jetzt heute Abend noch, um euch bekannt zu machen. Bereitet euch vor, packt eure Sachen und verpasst euren Zug nicht. Petra! Wir müssen packen! Petra? Naki schaut etwas verwirrt in den Raum und schaut sich um, ob noch irgendwo eine andere Person ist, die sie übersehen haben könnte. Niemand. Zumindest niemand, von dem ich weiß. Auch Akira blickt sich um. Wen meinst du mit Petra? Petra! Meine Gehilfin! Deine Gehilfin? Ja? Ist das ein Problem? Sie wird nicht auffallen. Okay. Können wir sie sehen? Nein. Deswegen wird sie nicht auffallen. Okay.
Naki würde sich ein bisschen... Warte mal, wie weit bin ich entfernt von Akira? 2-3 Meter. Naki würde vorsichtig aufstehen und ganz sanft zu Akira rübergehen und sich auf die Zehenspitzen stellen. Wie groß ist dein Charakter ungefähr, Akira? Also wie groß ist sie? Oh mein Gott, ich habe das aufgeschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Nur ungefähr. Bestimmt also, groß. Ja, also obviously größer als deiner wahrscheinlich, aber halt für einen Dragonborn so mittelgroß. Eher sogar fast, also zwischen mittelgroß und klein. Naki würde sich ein bisschen auf die Zehenspitzen stellen und so ganz vorsichtig, so nah wie sie möglich, an Akiras Ohr gehen, denkt vorhin gesagt, ich glaube, der ist ein bisschen wahnsinnig. Akira lacht, dückt sich ein Stück runter und sagt, das glaube ich auch. Und sie würde da, also Naki würde da einfach stehen bleiben. Ein bisschen Abstand halten. Habt ihr noch Fragen? Wie lange wird das dauern? Oh, also bis der Zug am Tor ankommt, 1 bis 1,5 Tage, je nach Witterungsumstand. Irgendjemand auf dem Zug, auf den wir besonders aufpassen müssen? Oh, natürlich, sanft. Stimmt, das habe ich erwähnt, als es nur Levenhard war. Die Person, die diese Fackel gestohlen hat, ist sanft, ein Vollstrecker von einem der Fürsten der Hölle. Ist das sein wahrer Name? Weiß ich nicht. Das ist der Name, der mir bekannt ist. Haben wir zufälligerweise ein Foto von ihm? Oh, nein. Okay. Wie erkennen wir ihn? Er wird sich wahrscheinlich in den ersten Klassen aufhalten und ihr solltet euch im Zug noch nach Informationen umhören, die euch vielleicht behilflich sein könnten. Wie gesagt, allein, dass wir von diesem Zug wissen und euch da hingebracht kriegen, ist schon ein großer Vorteil. Wie hoch ist er in der höllischen Rangordnung? Weiß ich das? Kann ich versuchen, mich daran zu erinnern? Mach mir mal einen Geschichtscheck, bitte. Ob du darüber was gelesen hast in deinen langen Jahren des Studiums. Ist eigentlich das Game nur bei mir Post? Nee, das ist Post, weil wir noch nicht wirklich angefangen haben in dem Dings da. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Du weißt, dass der Höllenfürst, von dem sie redet, Levistus ist. Der Höllenfürst der 5. Hölle. Ja. Und Sanft ist einer seiner Vollstrecker, ist nicht einer der ganz hohen Hacktiere praktisch. Sagt mir der Name Sanft etwas? Du hast ihn schon mal gehört im Zusammenhang mit diesem Höllenfürsten. Aber jetzt nicht, kein Erzdämon. Ja. Kein Erzteufel, meine ich natürlich. Also, wo ist meine Ausrüstung? Da, wo sie immer ist? Das weiß ich nicht. Ich habe sie nicht weggeräumt. Ich habe sie zur Überprüfung abgegeben. Dann werdet ihr wohl den Schmied oder den Kammermeister fragen müssen. Dann hoffe ich, dass alles fertig ist. Ich gucke der Reihe nach alle anderen an. Braucht ihr noch etwas? Naki würde einfach nur ihren Kopf schütteln. Jetzt sind meine Studien sowieso unterbrochen. Balan, euch meinte ich nicht. Das, was ihr braucht, das kann euch sowieso keiner geben. Und dann gucke ich. Sollten wir uns... Danke dafür. Vielleicht sollte ich es in der Hölle versuchen. Könnt ihr ohne mich zurückfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dich da wohlfühlst, ja? Ja, der Aussage schließe ich mich an. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, er würde ganz gut in die Hölle passen.
Gib mir ein paar Hörnchen. Mit Petra. Hieß sie Petra? Was ist mit Petra? Ich glaube, ihr beide würdet gut in die Hölle passen. Okay. Warum? Weil der ein sehr freches Mundwerk hat. Und ihr glaubt, Dämonen haben ein freches Mundwerk, oder Teufel? Ja. So stelle ich sie mir vor. Haut lieber eine Türe ein, wenn euch das gesagt wird. Das könnt ihr sicher besser. Wir werden ja bald welche kennenlernen. Dann können wir sehen, ob sich meine Annahme bestätigt. Wunderbar. Dann auf. Und sie klatscht einmal in die Hände. Ich glaube, ihr habt alles, was ihr braucht. Adan würde auf die Tür zugehen und vor ihm öffnet sich die Tür wieder von selbst. Ich gehe hinterher. Danke, Peter. Naki würde auch vorsichtig hinterherlaufen und ihre Schuhe klackern über das Parkett. Hinter mir schließt sich die Tür sofort wieder. Wow. Kann ich versuchen, vorher noch da durchzuspringen? Also mit so einem Sidestep so durchzuhuschen? Mach mal einen Akrobatik-Check. Right. Ob du das schaffst. First roll of the game. Na, first roll war Balan. Oh, stimmt. Aber für mich. Vierzehn. Du merkst noch, wie dir die Tür so ein bisschen auf den Hintern klatscht. Während du dich noch... Oh. Entschuldige. Ist alles in Ordnung, Balan? Ich hatte fast einen Durchbruch. Sonst ist alles in Ordnung. Ja, ich beschäftige mich gerade mit Steinen. Steine. Beinahe wäre ich einer geworden. Ich sag's dir. Ein Stein. Ich konnte es spüren. Du wärst ein Stein geworden. Ja. Erzähl mir etwas mehr. Was bedeutet das, ein Stein geworden? Ja, man trennt sich von der Außenwelt ab. Man braucht keine Nahrung mehr. Und keine Flüssigkeit. Aber kann man sich dann doch bewegen? Nein, das ist nicht so wichtig, wenn man ein Stein sein möchte. Kann man sich zurückverwandeln? Das weiß ich erst, wenn ich einer geworden bin. Und was ist dann dein Plan B, falls du dich nicht zurückverwandeln kannst? Dafür brauche ich einen Plan B. Na, damit du nicht als Stein gefangen bleibst, oder? Ja. Das letzte Mal, als ich von den Mutatios gehört habe, haben sie sich nicht für Steine interessiert, also wäre das vermutlich ein Fortschritt für mich. Die was? Mutatio! Ah. Das lässt dich einfach nicht los, oder? Sind überall, ich sag's dir, sie suchen mich. Die haben dich schon lange vergessen, Balan. Ja, sie wollen, dass du das glaubst. Das ist wirklich lange her. Sie wollen, dass du das glaubst. Aber das ist in Ordnung, ich kümmere mich selbst. Ich befürchte nur, dass du einen besseren Plan als einen Stein brauchst. Den habe ich auch. Okay, okay. Vielleicht, die Hol steht nur gerade. Vielleicht überlässt du das mit dem Plan doch einfach mir und ich bediene mich einfach deiner Expertise. So wie immer. So wie immer. Irgendwie muss ich meine Forschungen ja finanzieren. Pack alles ein, was du brauchst, Balan. Wir treffen uns dann morgen früh. Wer soll das alles tragen? Keine Ahnung, schnapp dir irgendwen. Hier laufen doch andere rum. Ich autorisiere das. Das ist kein Problem. Gott, wir brauchen noch ein Ticket. Das erledigst du. Und dann laufe ich los. Ticket? Wir haben Tickets. Ja, ich brauche noch einen Träger. Mit in den Zug? Natürlich. Oder haben die da Pagen? Das kann doch die Drachengeborene tragen.
blöde Frage, aber bin ich jetzt noch im Raum? Weil ja, wir stehen beide noch im Raum, ja. Ja, vertraue ich niemals mein Equipment an. Ihr steht beide vor der geschlossenen Tür und ihr hört noch, wie sich die Stimmen auf der anderen Seite langsam entfernen. Okay, also Akira erbückt sich zu Naki und fragt, wollen wir wirklich zu den beiden rausgehen? Man kann halt nur sehen, wie Naki halt tief ein- und ausatmet, weil ihr die Tür direkt vor der Nase zugeschlagen wurde. Und sie haut ganz sanft mit ihrer Hacke gegen die Tür und schaut so ganz vorsichtig nach oben. Das hat er nicht ernsthaft gemacht, oder? Und beantwortet dann die Frage von wegen, sag ich habe keine. Aber ich glaube nicht, dass wir eine große Wahl haben, weil ich möchte nicht zurück in die Hölle. Und öffnet dann die Tür und läuft dann vorsichtig raus. Ja, da folgt ihr. Ihr hört noch ein leises Lachen hinter euch, als ihr die Tür wieder schließt. Ja, was wollen die beiden Damen denn tun? Wir folgen den beiden Männern und den drei Leuten eigentlich. Also du gehst mit, oder? Ja, ich würde noch ein Stückchen mitlaufen, bis ich mich dann irgendwann später Richtung Zuhause begebe. Ich weiß gar nicht, haben wir Zuhause oder leben wir sozusagen in der Agentur selber? Ich bin mir gar nicht sicher. Also es gibt Leute, die außerhalb der Agentur leben und da ihr Haus, ihre Wohnung etc. haben. Es gibt aber auch Quartiere für Mitglieder. Und dann würde ich mich halt in mein Quartier begeben und meine Sachen packen für den nächsten Tag. Ich würde noch was vorher machen wollen. Also ich gehe davon aus, dass Balan einfach weitergeht und dann würde ich da warten auf die zwei. Etwas entfernt. Also wenn du dich dann weiter entfernen würdest, würde ich irgendwann auf dich zugehen. Okay. Ich bleib vor dir stehen. Naki, war das richtig? Genau. Wie kann ich behilflich sein? Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Da haben Sie recht, das stimmt. Weiß ich, was Naki kann? Habe ich irgendwie so eine Art... Habe ich irgendein Vorwissen über diese Mitarbeiterin? Ja. Also du weißt, in welchem Bereich sie eingesetzt wird. Da du einer der drei Teamleiter bist, hattest du ihren Personalbogen praktisch schon mal in der Hand. Was stand da drin? Woran erinnere ich mich? Naki, möchtest du einmal deine Expertisen beschreiben? Meine Expertisen sind Bombenlegen, unter anderem. Ich bin Naki ist meistens dafür da, um für Ablenkungen. Und im Kampf ist sie meistens dafür da, Healing und Support zu geben. Also das Komplettpaket. Dafür mache ich nicht so viel Schaden. wie viel der Einsatz ist das? Sie muss kurz überlegen. In der Firma oder allgemein? Allgemein. Sie überlegt kurz, ich mache das Ganze schon sehr viele Jahre. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, der wievielte das ist, weil ich das mache, seitdem ich bereits klein bin. Natürlich. Warum auch nicht? Wie alt wart ihr da? Sie überlegt kurz und musste kurz überlegen, sagt, ungefähr 9. Eine 9-jährige Bombenlegerin. Nein, Bombenlegen nicht, aber Diebstahl und Leute überfallen indirekt. Also ich habe niemanden wirklich verletzt, aber ich habe sehr viele Portemonnaies geklaut oder Okay. Ich wollte mir nur ein Bild von euch machen. Wir sehen uns dann morgen früh. Sie würde noch fröhlich ein bisschen hochlächeln und sagen, keine Sorge, das wird schon funktionieren und ich werde sie garantiert nicht sterben lassen. Oh ja, ich euch auch nicht. Also das wird mit Sicherheit ein Kinderspiel. Ich meine, was kann schon passieren in einem Zug voll
voller Teufel. Und Dämonen. Mhm. Wie dem auch sei. Wir sehen uns morgen früh. Ich gehe weg und ich überprüfe, ob mein Portemonnaie noch da ist. Naki, hast du ihm sein Portemonnaie entwendet oder hast du es versucht? Ich würde versuchen, ihm das Portemonnaie zu entwenden, ja. Alles klar, dann räum mal bitte auf Fingerfertigkeit. Oh, Sekunde. Ich kämpfe gerade mit mir, die schlechten Rolls einzuwerfen. Warte, wie roll ich das? Wo ist das? Wenn du deinen Charakterbogen aufrufst. Ja. Und dann auf Attributes gehst, dann sind da deine Fähigkeiten. Da müsste auch Sleight of Hand mit dabei sein. Okay, einfach draufklicken? Draufklicken, ja. Dann als Normal Roll, right? Genau. du merkst, während dem Gespräch schummelt sich da so eine Hand an deine Hosentaschen und tastet die ab. Ich würde gleichzeitig meine Hand auf ihre Hand legen und dann etwas lächeln. Und ich würde einfach nur sagen, also so weit sind wir noch nicht. Naki würde halt freundlich lächeln, so, oh, Entschuldigung, dann habe ich den Raum leider falsch gelesen. Und würde dann halt vorsichtig rückwärts gehen und schnell weggehen. Das macht ja nichts, dafür bin ich ja da. Dann nicke ich ihr zu, lache etwas herablassend und gehe. Alles klar. Akira blickt Naki skeptisch an und sagt, damit ich es dir gleich gesagt habe, bei mir gibt es nicht viel zu holen. Versuch's erst gar nicht. Sie würde das noch hören, während sie wegläuft, und dann dreht sie sich vorsichtig um, während sie weiterläuft, und ruft rüber, es gibt bei jedem irgendwas zu holen. Und würde sich dann in ihr Quartier begeben. Alles klar. Ihr begebt euch zu euren jeweiligen Quartieren, Häusern etc. und fangt an, eure Ausrüstung zusammenzupacken. Löwenhart holt sich seine frisch aufbereitete Ausrüstung wieder. Sie ist fertig. Und dann, wenn ihr nichts noch vor dem Schlafengehen machen wollt, würdet ihr euch am nächsten Morgen zum gemeinsamen Frühstück wieder treffen. Ich würde gerne versuchen, noch etwas zu dieser Thematik nachzulesen oder vielleicht ein paar passende Bücher einzupacken oder sowas. Okay, hast du ein bestimmtes Thema, was du nachschlagen möchtest? Einfach generell die neuen Höllen oder? Höllen, Teufel und vielleicht auch was über dieses Zugding, aber wenn das vermutlich etwas so geheim ist, wird es darüber keine Bücher geben. Ich habe allerdings auch, also ich weiß vielleicht, wo ich Informationen über sowas finden würde, auch wenn es nicht unbedingt, sag ich mal, öffentlich zugängliche Information ist. Ich muss gerade mal gucken, ob das hier drin steht. Mach bitte einen reinen Intelligenz-Check, wie gut du das jetzt in den paar Stunden, die du hast, zusammenkriegst, ja, welche Bücher du da findest. Alles klar. Du würdest sagen, du hast auch so ein bisschen den Namen vom fünften Fürsten gehört, guckst dir da noch mal ein bisschen genauer die Lektüre an und stopfst dir noch so 2-3 Bücher mehr in deinen Rucksack, von denen du denkst, dass sie vielleicht hilfreich sein könnten. Alles klar. Alles klar. Ihr trefft euch am nächsten Morgen fertig gepackt und in hoffentlich neuer Frische wieder. Treffen wir uns noch innerhalb der 4 Monate, sind treffen wir uns irgendwie beim Bahnsteig? Es gibt eine gemeinsame Mensa praktisch für eure Organisation, aber ihr würdet euch generell zumindest noch im Gebäude treffen und dann gemeinsam losgehen. Okay, ja. Naki würde die anderen sehen und mit ihrem kleinen Trolley
den sie sich hinter sich herzieht, winkend auf die anderen zugehen, so Hallöchen! Ich lächle dir genauso zu wie gestern, als ich deine Hand von mir, also als ich meine auf deine gelegt habe und mich dann entfernt habe. Genauso. 1:1 der gleiche Gesichtsausdruck. Man kann merken, dass Naki ein bisschen rot wird, als sie an ihren Fehlschlag von gestern denken musste, und sie hebt ihre Hand ganz langsam wieder runter und stellt sich einfach schweigend zu den anderen. Okay, also wir stehen jetzt da und wir sind bereit zum Aufbruch. Ja, es kann losgehen. Haben wir schon gegessen? Wie wir euch ausgesucht haben. Ach, das stimmt, ich muss wieder essen. Ich bin kein Stein mehr. Ja, ich gehe davon aus, dass wir uns hinsetzen und dann essen. Genau. Also, das ist kein schlechtes Frühstück. Ihr wisst, dass eure Organisation relativ gut betucht ist, sagen wir es mal so. Es gibt Rührei, ein paar frisch gebackene Brötchen und etwas Salat und Wurst und Käse. Eine Sache ist mir noch eingefallen, über die ich auf jeden Fall versucht hätte, was rauszufinden. Diese Fackel. Mhm. Hätte ich über die was rausfinden können? Du hast dich mal umgeguckt. Du hast eher gehört, dass es einem Fey-Prinzen entwendet wurde. Und ja. Du hast etwas von einem Artefakt gehört, was die Fackel des ewigen Feuers heißt. Da war jetzt nicht so viel Information zuzufinden, nur dass es sie gibt und dass es anscheinend ein sehr mächtiges Artefakt ist. Es ist kein Kunstobjekt, sondern genau. Etwas von großer Bedeutung. Mhm. Du hast noch eine kleine Zeichnung davon gefunden, die der Beschreibung von Alva geähnelt hat. Oh ja, sehr schön. Alles klar. Ihr frühstückt ein bisschen und macht euch dann auf den Weg zum Bahnsteig. Sag mal, Berger. Ja? Das ist nicht zufällig die Fackel des ewigen Feuers, die wir organisieren sollen. Weiß ich das? Weißt du nicht, sie hat den Namen nicht explizit erwähnt. Und ich habe vorher auch noch nie was davon gehört? Mach mal einen Geschichtscheck. Okay. Ich habe mich zur Thematik gestern noch etwas belesen. Wollen wir das? Ewiges Ich sag das offen in der Runde. Balan, lass mich erstmal frühstücken. Den Rest klären wir gleich. Ist auch nicht so wichtig. Sieht ungefähr so aus. Ich hatte vor 2 Tagen erst mit den Abschluss meines letzten Auftrages. Der ist eine Woche alt, aber ich musste einen Bericht schreiben. Der war so lang, Balan. Lass mich erstmal essen. Ja, schau dabei einfach her. Nee. Der würde die Handfläche nach oben wenden, mit der anderen Hand ein paar magische Gesten machen und mit meiner Illusion, die so ein 3D-Modell von der Fackel, von der er die Zeichnung gesehen hat, darstellen. Alles klar. Erkenne ich wahrscheinlich trotzdem nicht, oder? Ihr seht eine Fackel, die der Beschreibung der Dame von gestern ähnlich sieht. Okay, kann ich das erkennen? Ja, das erkennst du, aber bei dem Namen Fackel des ewigen Feuers überhaupt keine Ahnung. Hört sich für dich nach halt irgendwelchem komischen Magie-Stuff an, wie Magier ihre Sachen benennen, weil sie cool sein wollen. Ach, Balan, genau deshalb bist du dabei. Wundervoll, dieser ganze Magier-Kram. Aber ja, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich schon mal gesehen, gestern, ja. Naki, hast du das gesehen? Habe ich doch, oder? Nein, sie hat es beschrieben. Habe ich gesehen in meiner Vorstellung, als sie es beschrieben hat. Ich erkläre dir, was ich damit meine. Kann ich mal den Einsatzplan lesen? Wieso? Ich weiß nicht, damit ich mir vorstellen kann, worauf wir uns hier einlassen. Sie hat euch gestern nur den Umschlag oder gegeben. Oder ist das alles? In dem die Tickets drin waren und sonst nichts. Ich hole den Umschlag raus mit den Tickets und sage, das ist alles.
Aber ihr seid auch gewohnt, dass ihr relativ wenig, sag ich jetzt mal, Handhabungsinfo bekommt, weil alles, was aufgeschrieben ist, kann gestohlen, gesehen und gegen euch verwendet werden. Deswegen habe ich alles in meinem Kopf dabei. Es ist ganz normal, Balan. Wenn wir sterben, lassen wir nichts zurück, was uns mit unserer Firma assoziiert. Ich weiß. Deswegen würde ich den Bericht kopfspeichern. So wie immer. Was gibt's zum Frühstück? Ah, Brötchen, Eier, Wurst, Salat. Also, Könnte ich vielleicht ein paar Brötchen tatsächlich einpacken und mitnehmen, so als Proviant? Ja, natürlich. Da hält dich auch keiner auf. Das, du weißt auch, dass du hier dir einfach so ein bisschen was mitnehmen darfst, sowieso. Und wenn du nachfragst, dann packt dir die Bedienung von hinter der Theke auch ein paar Brötchen noch in ein Tuch ein. Dann würde ich kurz in die Runde fragen, sag. Möchtet ihr alle irgendwas auf eure Brötchen haben? Ich würde nach Proviant fragen und diesen einpacken. Wir fahren zweite Klasse und nicht campen. Man weiß nie. Vielleicht ist das Essen im Zug ja schrecklich. Möchtest du schreckliches Essen essen? Ich nicht. Essen ist Essen. Bei den Worten wird etwas angewidert. Man kann nie zu viel Essen dabei haben. Ich würde mich etwas am Tisch vorbeischieben und dann zur Theke hingehen und mir ein paar leckere Brötchen schmieren lassen und die einpacken in ein Tüchlein. Alles klar. Dir wird ein kleines Paket geschnürt und das kannst du gerne mitnehmen. Das würde ich in meinen kleinen Trolley packen und dann würde ich mich zurück zu den anderen langsam begeben. Alles klar. Ihr macht euch fertig, ihr habt alle gut gegessen und seid jetzt auf dem Weg zu den Gleisen. Ein bisschen früher wahrscheinlich, damit ihr nicht allzu spät kommt und um circa 11:30 kommt ihr dann dort an. Vor euch auf dem Gleis stehen ein paar Leute rum. Also hier ist mal eine Dame, die gerade ihr kleines Schirmchen aufspannt und es gegen die Sonne hält. Und ein paar Plätze weiter sitzt ein Pärchen, was sich verliebt in die Augen starrt und ein Händchen hält. Und noch weitere Leute sind auf diesem Gleis und warten anscheinend auf den Zug, der noch nicht eingetroffen ist. Auf den wir warten. Auf welchem Gleis seid ihr denn? Das weiß ich nicht. Auf welchem Gleis sind wir? Ich gehe zielgerichtet nach Gleis 2. Sehr gut. Ihr seid auf Gleis 2. Und wie gesagt, hier steht noch kein... Drauf an, ob ihr mir folgt. Hängt irgendwo eine Tafel, wo man sehen kann, wann der Zug kommt oder ob er Verspätungen hat? Nein. Aber da steht ein Schaffner rum mit einer Trillerpfeife und einer Uniform. Ich würde ihn ein bisschen anschauen und warten, weil noch lohnt es sich nicht nachzufragen, aber pünktlich um 12 würde sie rüberlaufen und fragen, ob der Zug Verspätungen hat. Dazu kommt es nicht, denn auf der großen Uhr, die an dem kleinen Turm hängt, die bei dieser Bahnstation mit dabei ist, als es 15:15 schlägt, könnt ihr in der Ferne ein paar Rauchschwaden ausmachen. Und es nähert sich euch ein Zug mit Schienengeratter, das immer langsamer wird und langsamer wird. Und dann kommt ein großer... aus dunklem Holz gefertigter Zug mit goldenen Metallstreben vor euch zum Stehen. Habe ich das Gefühl... Eine kleine Pfeife erklingt. Habe ich das Gefühl, dass auf diesem Zug eine Illusion liegt? Kannst du das im Gefühl haben, oder... Also,
Normalerweise kann man gegen Illusionszauber so Intelligence oder Arcana-Checks oder sowas machen. Wenn man also glaubt, dass man die versuchen möchte zu durchdringen, sozusagen. Dann gib mir mal eine Arcana-Check. Investigation wäre es zum Beispiel bei meiner Illusion. Also du. Der Text ist ja gerade noch im Chat. Gib mir mal einen Arcana-Check mit Nachteil. Also du guckst dir quasi den Zug an und versuchst da irgendwelche surrealen Sachen wahrzunehmen. Irgendwas, was keinen Sinn ergibt oder so. Ja. Ja, so ein paar Glitches in der Matrix oder sowas in der Richtung. Was war's nochmal? Arcana auf Disadvantage? Ja, Arcana auf Disadvantage. Ja, unlucky. Ja, fast eine Natural 20. Aber trotzdem kein schlechter Roll. Du gehst so ein Schild nach vorne und kneifst die Augen zusammen und guckst dir so ganz genau an. Und du merkst, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Also dein inneres Gefühl für Magie sagt dir, das ist komisch. Aber du kannst nicht wirklich den Finger darauf legen, was das ist. Aber da ist Magie am Werk. Wäre ja auch so schön, wenn wir einfach auf Schienen in die Hölle fahren. Grummelt er in sich rein. Ich würde den Wagen halt genau anschauen und halt ein bisschen seufzen von wegen sag. Also bei so einem schönen Wagen hätte ich das Proviant sicher nicht mitnehmen müssen. Der Zug sieht schon wirklich extrem schön aus und extrem edel. Und wir stehen alle nebeneinander? Ihr steht alle nebeneinander. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass ich Balans Reaktion sehe. Ja. Er hat sie nicht versucht zu verstecken. Ich stelle mich direkt neben dich, stupst dich so mit den Ellenbogen an. Haben deine Sinne schon angeschlagen? Meine Sinne? Ja. Ich guck dich könnte man so sagen. Was? Könnte ich die beiden hören? Es liegt Magie in der Luft. Was? Das kann Magie? Ich praktisch riechen. Illusion. Um den ganzen Zug? Zumindest nehme ich das an. Ich habe noch keine genauen Untersuchungen vorgenommen. Das wäre hier etwas auffällig. Ja, mach dich an die Arbeit. Das fällt schon nicht auf. Ich werde hier jetzt keine Zauber wirken. Du sollst kein Zauber wirken. Achte nur auf... Mach's, wie du es machen möchtest. Aber halt die Augen auf. Gemacht. Ich bitte alle mal einen Wahrnehmungscheck. Oh. Oh. Perception. Alan und Akira. Genau. Warte. How? Geh auf deinen Charakterbogen. Mhm, bin ich gerade. Und da auf Attributes. Und da auf Perception. Bin zu sehr damit beschäftigt, etwas zu sehen, was nicht da ist. Einfach drauf drücken. Normal. Und dann normal, genau. Okay. Genau. Ihr guckt euch so ein bisschen um und Naki, dir fällt das auf, weil du es auch gewohnt bist, dich unter Menschen erstmal zu orientieren und die einzuschätzen, dass einige von den Leuten, die auf dem Bahnsteig jetzt gewartet haben, aufmerksam nach vorne aufgestanden sind und sich einreihen an den verschiedenen Abteileingängen. Und an jedem Abteileingang steht ein Kontrolleur, der die Tickets kontrolliert und die Person dann erst reinlässt. Das Abteil, vor dem ihr steht, ist die Nummer 4. Berger, welches Abteil hatten wir nochmal? Was steht auf den Tickets drauf? Ich reiche dir dein Ticket. Ich würde draufschauen und nochmal nachlesen, welches Abteil wir haben. Abteil Nummer 6. Wir sind Abteil 6 und ich schaue nochmal kurz vorne und schaue, dass wir beim falschen Abteil sind. Ich glaube, wir müssen zum anderen Abteil laufen und uns da hinstellen und anstellen. Haben wir eine Info darüber, wie viele Abteile das sind? Können wir das einschätzen? Also du guckst nach links und nach rechts und nach
rechts, was zum Ende vom Zug hingeht, würdest du sagen, der letzte Wagen sieht von dir so aus wie die Nummer 1. Und nach vorne hin kannst du es nicht richtig einschätzen von dort. Ist es ein Kopfbahnhof? Ja. Ich würde die anderen etwas drängeln, um zum richtigen Abteil zu kommen, weil ich Angst hätte, dass wir zu spät kommen und der Zug ohne uns abnimmt. Akira, Balan kommt. Folge mit Naki. Großen, groben Schritten. Alter Mann, ist doch kein Dezug. Ich würde mich beim Abteil hinstellen und mein Ticket halten in beiden Händen und warten, dass ich das abgeben kann. Ah. Sehr gut. Hast du gut in der Schule gelernt. Die kleine Schlange, die sich vor euch gebildet hat, schreitet immer weiter voran, bis ihr auf einmal vor einem großen Halborg steht mit... Die Schlange. Was stehen da so für Leute? Ihr seht das Pärchen von vorhin, was auf der Bank gesessen hat. Und noch einen, du würdest schätzen, älteren Herrn, der sich vor euch gestellt hat. Und noch eine Gruppe von drei Personen. Zwei davon haben die Kapuze sehr weit ins Gesicht gezogen. Und die dritte, würdest du sagen, ist vielleicht ein Halbelf, relativ jung noch. Okay. Ich würde mich vielleicht noch auf Zehenspitzen stellen und ein ganz bisschen umschauen, ob ich irgendwo noch andere Drachengeborene sehen würde. Hier auf dem Bahnsteig? Nein. Ich schaue so ein ganz bisschen zu Akira hoch, als wir uns langsam dem Halborg nähern. Wie sieht der Halborg aus? Ungefähr 1,90 Meter. Relativ breit gebaut, in einer schwarz-goldenen Uniform, die zum Zug passt. Und er scheint halt die Tickets zu kontrollieren von jedem, der da reingeht. Und sonst nichts Außergewöhnliches? Bis jetzt, deinem Ermessen nach, nicht. Mach mir mal einen Inside-Check. Okay. Du guckst dich um, du guckst dir auch das Verhalten von den Leuten an, von dem Halborg. Du würdest den Halborg so einschätzen, dass der sehr routiniert ist. Also der macht das ja gerade nicht zum ersten Mal. Das ist jetzt kein Grünschnabel in seinem Job. Und der ist auch wirklich sehr aufmerksam. Also der scheint wirklich sehr viel Wert darauf zu legen, seinen Beruf ordentlich zu machen. Okay. Lasst euch nichts anmerken. Wir zeigen einfach die Tickets und dann gehen wir rein. Ach, das Glück ist mir heute hold. Ich mache mir schon ein wenig Sorgen, dass ich hier keine anderen Halbdrachen sehe. Und ich würde mich so ein bisschen vor Akira stellen, auch wenn das überhaupt nichts bringt. Aber ich hoffe, dass sie hinter mir nicht ganz so viel aufhält. Das ist schon okay. Akira ist ein bisschen nervös, dass, weil Naki sie vorhin angeguckt hat und kontrolliert nochmal ihre Taschen, ob alles da ist, wo es hingehört. Alles klar. Die Gruppe vor euch wird kontrolliert und eingelassen und jetzt steht Naki vor dem großen Halborg. Einen wunderschönen guten Tag, mein wundervoller Herr. Ich hoffe, Ihnen geht es heute großartig. Und sie reicht ihm das Ticket sehr dramatisch rüber und shoot Akira so ein bisschen Richtung Tür und hofft, dass es nicht so auffällt. Er guckt hier einmal sehr lange und sehr tief in die Augen, während er dein Ticket nimmt. Ich würde den Augenkontakt komplett halten und einfach nur zurückstarren. Und guck dann einmal über eure Runde. Gibst du ihm nur dein Ticket oder alle Tickets? Ich gebe ihm mein Ticket mit der einen Hand und zeig mit der anderen Hand vorsichtig zu Berger drüber, dass er mir die anderen geben soll. Ich reiche dir die anderen. Und die reiche ich auch zu ihm rüber. Und lächel weiter.
Okay, er guckt erst auf das erste Ticket, was du ihm gegeben hast, hält es links neben sich in eine kleine Öffnung im Zug rein und du siehst so, wie so ein leichtes Licht aufflammt, zieht raus und wiederholt es dann mit allen anderen Tickets. Er bleibt auch die ganze Zeit weiter in dem Eingang stehen und wirft euch allen, mit jedem Ticket wirft er jemand anderem von euch so einmal einen eindringlichen Blick zu und am Ende nickt er, gibt dir die 4 Tickets zurück und tritt einen Schritt zur Seite, dass ihr an ihm vorbei könnt. Vielen lieben Dank. Und ich würde halt hochgehen mit meinem Trolley hinter mir. Du hörst noch ein tiefes hinter dir. Ich nicke ihm zu und gehe auch in den Zug. Ihr lauft in den Zug und von innen sieht relativ gemütlich hier drin aus. Holzboden streckt sich über das komplette Abteil und es sind zwar ein bisschen älter aussehende Polstersessel hier, aber trotzdem durchaus hochqualitativ. Ah, sieht doch ganz gemütlich aus, oder? Ich habe schon Schlechteres gesehen. Ich sehe die Sessel ein bisschen gnatschig an. Zweite Klasse, ne? Ist in diesem Abteil sonst noch jemand? Steht ihr erstmal oder sucht ihr euch direkt einen Platz? Ich würde erstmal reingehen hinter Naki und dann direkt in dem Moment, wo ich im Abteil stehe, einen Blick da durchschweifen lassen und gucken, wer da so drin ist, bevor ich weitergehe. Du siehst praktisch alle Leute, die vor dir reingelaufen sind, auch in diesem Abteil jetzt. Das Pärchen, den älteren Herren und die 3 Personen mit dem einen Halbelfen. Aber die haben sich getrennt voneinander in die verschiedenen Sessel. Abteile begeben. Wie viele Sessel sind da in dem Abteil ungefähr? Wie viele Sitzreihen? 3. Also insgesamt das, was du auf dem Bild siehst. Jetzt könnt ihr das erste Abteil, ja. Aha. Genau. Ich werde jetzt zeigen. Ich stelle mich jetzt hier an die Tür. Also Tür recht ran. Kleine Abteile. Ja. Okay. Du findest es ein bisschen komisch gerade, weil von außen sah das. Aki, ich muss doch hier. Der Zug ein bisschen größer aus. So. Okay, und das ist jetzt quasi das 6. Abteil hier. Ja, ihr seid im 6. Abteil. Okay. Ich würde mich vordrängeln und schauen, welche Sitze am wenigsten kaputt aussehen. Du gehst rein und die beiden hinteren sind schon belegt und eine direkte links neben euch, wenn ihr reinkommt, ist schon belegt. Also die hier und die genau. Hier? Genau. Okay. Ja, genau. Und ihr könnt euch praktisch eine von den beiden mittleren aussuchen oder die rechts neben der Tür. Hier ist wer? Ich finde die hier ganz schön. Direkt links, wer ist da? Ist da das Pärchen? Nee, da sitzt der alte Mann. Das Pärchen sitzt ganz hinten rechts und ganz hinten links sitzen die 3 Personen. Okay. Na gut. Ich folge Naki. Ich klopfe auf den Sitz drauf, um zu gucken, ob da irgendwie Staub rauskommt. Wenn du klopfst da drauf und es kommt kein großer Staub raus, nein. Ich würde mich halt vorsichtig an das Fenster setzen. Alles klar. Und die anderen erwartungsvoll ansehen und. Ich würde mich gerne neben Naki setzen. Und ich lass dich durch. Ich wollte gerade fragen, ob du mich vorbeilassen kannst. Ja, ich lass dich durch. Ich trete nur Schritt zur Seite. Ich würde mich in die Mitte setzen. Was sagst du, Balan? Müssen wir uns wirklich in die Mitte setzen? Setz dich erstmal hin. Wir können uns bestimmt gleich nochmal umsetzen. So haben wir einen besseren Überblick, was um uns herum passiert. Ich halte Balan fest. Was denn nun? Ich zieh dich ein bisschen näher. Setz dich nach außen, dann hast du einen besseren Blick auf das Geschehen. Ich brauche dein Auge, Balan. Ich brauche meine Augen auch. Ich pass schon auf. Ich nick dir zu.
und gucke, wie du reagierst. Ich nicke dir zu. Aber der Gesichtsausdruck ist default grimmig. Also sieht jetzt nicht besonders. Mach dir keine Sorgen. Noch sind wir weit vom Portal entfernt. Ich würde schauen, ob irgendwo über den Sitzen etwas ist, wo man unsere Koffer und Trolleys hinlegen kann. Damit die nicht alle im Weg stehen. Du schaust dich um und du könntest deinen Koffer unter deinen Sitz packen. Ich würde ihn unter den Sitz schieben. Alles klar. Ich habe auch einen Koffer, okay? Also einfach so einen braunen Koffer mit Rollen. Nicht groß, ich habe ihn einfach mitgetragen und pack den jetzt neben oder zwischen meine Beine. Ja. Haben wir unsere Waffen eigentlich auffällig? Also bei euch, ihr wisst, dass es relativ normal ist, wenn man offen Waffen trägt. In dem Königreich und auch generell in der Öffentlichkeit. Ich trage keine Mützen. Haben die Leute hier um uns herum Waffen? Also das verliebte Paar, ich stelle mir die jetzt mit einer Maschinenpistole vor. Ja, das sind Bonnie und Clyde. Macht mir mal einen Wahrnehmungswurf. Okay, wenn du dich also, genau nach Waffen umguckst. Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, wo. Ja. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit planen, wie das eigentlich mit den Waffen aussieht. Ja, also wir setzen uns wahrscheinlich hin und dann gucke ich so ein bisschen über das Polster, lehne mich so ein bisschen nach hinten, versuche das unauffällig zu machen und gucke nach Auspolsterungen, nach irgendwelchen Unebenheiten in der Kleidung, falls da was unter der Kleidung ist oder falls sie die einfach offen tragen. Oh. Alles klar. Was du sofort gesehen hast, war der Halbelf. Der hat auf dem Rücken zwei Kurzschwerter. Die trägt er relativ offen. Das war schwer zu übersehen. Du würdest sagen, der alte Mann ist unbewaffnet, aber er hat einen Gehstock dabei. Und du weißt, Gehstöcke... Sehe ich beim Gehstock? Also, ja, erzähl erst weiter. Und du weißt, Gehstöcke können auch durchaus als Waffe benutzt werden, wenn man sie zur Hand haben weiß. Indem man zuschlägt oder sehe ich da so eine Art Pistolenlauf am unteren Ende des Gehstocks? Indem man zuschlägt. Ah, okay. Du hast von da, wo du sitzt und auch wo du jetzt langgelaufen bist, hast du nicht sagen können, ob da vielleicht ein versteckter Mechanismus dabei ist. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Beim Pärchen bist du dir nicht ganz sicher. Du glaubst, dass der eine vielleicht eine Waffe unter seinem Mantel trägt. Du würdest sagen, die Ausbeulung sieht so ein bisschen nach tendenziell Pistole aus. Oh, okay. Also an seiner Hüfte wahrscheinlich. Ja, genau. Okay, was hat er für einen Mantel? Einen langen, dunkelbraunen Ledermantel. Relativ gut gearbeitet. Okay, weil ich hätte jetzt auch einen Mantel an, so einen braunen, langen Mantel. Genauso wie der quasi. Ist er auch relativ gut gearbeitet? Ja, ich hoffe doch. Es sei denn, ich wurde verarscht. Wie viel verdiene ich denn? Du verdienst relativ gut. Also, dann habe ich einen tollen, prächtigen Mantel und ich habe auch so einen schönen Hut. Alles klar. Ja. Fashion-Icon. Oh mein Gott. Und mit dieser Kleidung tragen gucke ich mich um und will herausfinden, ob ich den Etablissement hier einigermaßen gerecht werde oder ob ich voll auffalle mit dem, was ich anhabe. Nö, würdest du jetzt nicht sagen. Die sehen alle hier nicht schäbig aus. Also die zwei Kapuzengestalten kannst du jetzt nicht so gut einschätzen, weil die halt einfach zwei lange Mäntel anhaben haben. Also ich fall nicht arg auf damit. Nee, also hier ist wirklich, was du auch auf dem Bahnsteig gesehen hast, relativ gut betuchtes Okay, da muss ich es nicht wegwerfen. Nein. Ich, in meinen... Ja, okay, ja. In meinem Koffer habe ich dann wahrscheinlich meine ganzen Sachen mit, weil ich habe jetzt keinen Rucksack oder so. Okay. Okay. Genau. Ja, und ihr wartet ein bisschen. Sind wir. Und Akira, ihr könnt noch die Uhr von eurer Warte aus sehen und es ist jetzt 3:12. Wie lange haben wir hier ungefähr hingebraucht? Von eurem Hauptquartier bis hier? Mhm. Vielleicht so eine halbe Stunde. Ist okay. Sind wir zu Fuß gegangen?
Ja. Okay. Pferdekutschen sind toll. Ich dachte, ich verdiene gut. Nicht so gut. Bist du knauserig? Gibt es keine Firmenkutschen? Es gibt keine Firmenkutschen, nein. Ja, dann habe ich sie nicht bezahlt. Habe ich mir gedacht. Ja, als wir eingestiegen sind in den Zug, konnte man da einen Blick in das andere Abteil, das wir jetzt nicht eingestiegen sind, also praktisch in die andere Richtung. Also ihr seid ja in das Verbindungsstück eingestiegen? Ja. Und ihr habt auf der anderen Seite nur eine Tür mit einer eingezeichneten 5 gesehen. Und auf eurer Tür, wo ihr durchgegangen seid, war eine 6 drauf. Okay. Also die werden anscheinend getrennt voneinander eingewiesen, die Leute. Aber hinter der 6 ist jetzt, ist da immer noch die 7 und so weiter? Du bist nicht hingegangen, um nachzuschauen, aber wahrscheinlich schon. Okay. Und diese kleinen Verbindungsstücke sind auch so, dass sie ein Geländer haben, was man auf und zu machen kann. Und du könntest dir vorstellen, dass man da auch während der Fahrt durchlaufen kann. Oh mein Gott, wir werden sowas von irgendwem vom Geländer schubsen. Ja! Ich möchte nach oben gucken. Also sehe ich da so eine Art Dachluke oder so, die man aufschieben kann, wie so ein Dachfenster? Du guckst nach oben und du siehst einen Holzhimmel, in dem du jetzt aber keine direkte Dachluke siehst. Aber links neben dir sind Fenster und die kann man auch aufschieben, würdest du sagen. Passt da ein Mensch durch? Ja, schon. Okay. Also zumindest ein, also bei Akira wird es jetzt schwer, aber du würdest sagen, Naki und du, Balan vielleicht von seiner Gelenkigkeit her, würde ein bisschen Schwierigkeiten kriegen, aber durchaus durchkletterbar. Okay. Ich würde mich im Zug umschauen und schauen, wie alt allgemein alles aussieht. Also wie sehen die Tische aus? Wie sieht der Boden aus? Sieht das alles alt und ein bisschen verwahrlost mehr aus oder eher. Chat, ich finde es krass, wie viele Fragen hier reingeworfen werden. Wir haben zwei Leute, die das erste Mal spielen, Panda zum Beispiel, also Naki. Und haut eine Frage nach der anderen raus. Krass, oder? Du bist ja auch so ein kleines bisschen Snob, was Luxus angeht. Aber passt der Innenraum zu dem, was also man auch. Vielu hat hier schon, also die Dungeon Masterin hat hier schon einiges an Arbeit durch die ganzen Fragen, die kommen. Von hier innen drin würdest du sagen, ach ja, man könnte mal durchaus wieder ein paar Polster. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir extra einen Charakter gemacht, der viel reden kann. Eigentlich wollte ich was anderes spielen, aber jetzt habe ich halt den und ich habe da auch Bock drauf. Ich habe eigentlich was gemacht, was viel reden kann, damit ich vor allem den Neuen so ein bisschen helfen kann. Ah, ich muss das gar nicht, ne? Ich kann mich voll zurücklehnen. Fährt der Zug eigentlich straight up in die Hölle oder hat er Zwischenstopps? Das wisst ihr nicht. Du guckst dich um und links nach rechts möchtest du dabei unauffällig sein. Reißt das halbe Polster weg. Sicher. Nein, ich schaue mich einfach wie so ein typischer alter Mann im Zug, nachdem er sich hingesetzt hat, einmal nach vorne und einmal nach hinten den Gang runter. Zum grimmigen Blick. Alles klar. Du beugst dich mal so ein bisschen aus deiner Reihe raus, gerade hier hinten. Du siehst das Pärchen hinter dir nicht ganz so gut, weil sie auch so ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt haben. Der alte Herr nickt dir zu, als er sieht, dass du in seine Richtung schaust. Und die Gruppe von Leuten, die sich unterhält, schräg hinter dir, die haben auch die Köpfe zusammengesteckt und reden miteinander auf jeden Fall. Also wenn ich auf dieser Bank hier schlafen muss, bringt mich mein Rücken um. Während du das sagst, ertönt von draußen wieder das Pfeifen, dieses typische, wenn ein Zug anfängt loszufahren. Und ihr seht auch, dass die anderen, dass jetzt keiner mehr draußen steht und ihr hört, wie die Klappe geschlossen wird draußen, durch die ihr eingetreten seid. Und sich der Zug langsam in Bewegung setzt.
Ich würde etwas aus dem Fenster schauen. Jeder bückt sich vor und sagt leise zu der Gruppe: Glaubt ihr eigentlich, dass dieses Pärchen weiß, wo es hinfährt? Ich weiß ja nicht mal selber, wo ich hinfahre. Also ich schätze mal, dass alle hier wissen, wo sie hinfahren. Ich denke nicht, dass... Und sie schaut etwas aus dem Fenster und schweift komplett an und murmelt nur noch zu sich selber. Ich lehne mich nach vorn. Akira, die brauchen doch alle ein Ticket. Ich glaube, die wissen ganz genau, wo die hinfahren. Es sei denn, es gibt eine Train to Hell Gewinnshow mit Ticketverlosung. Das wäre doch mal was. Vielleicht fahren sie an Flitterwochen. Ja, da haben sie es auf jeden Fall schön warm. In manchen Bereichen der Hölle. Ha? Auch nicht so unbelesen. Oder wart ihr schon mal da? Die Thematik hatten wir doch vorhin. Ich bin nicht gerade der hellste Stern am Himmel, aber ich kann zuhören. Ich würde so nicht in die übel. Ich würde in die Runde schauen und mich und alle anderen anschauen so. Und jetzt? Dein Auftritt. Was ist unser Plan? Was für ein Plan? Sprech nicht so laut. Aber das ist eine gute Frage. Sonst steigt keiner mehr ein, oder? Oder ist keiner mehr eingestiegen in das Abteil oder so? In euer Abteil jetzt nicht, nein. Ihr nehmt langsam Fahrt auf und die Stadt zieht an euch vorbei. Als ihr immer weiter aus den Ausläufern der Stadt rauskommt und ihr noch die anderen Züge im Hintergrund hört, wird es auf einmal komplett schwarz um euch. Ihr könnt nichts mehr sehen. Alan, ist das normal? Und ein Augenschlag später findet ihr euch in einer ganz anderen Umgebung wieder. Ah, ich dachte schon, ich habe beim Blinzeln wieder vergessen, die Augen aufzumachen. Wait, ist das, was wir gerade sehen auf der Map, das, was wir actually sehen? Ja, ihr befindet euch in einem wesentlich größeren Raum auf einmal mit jetzt Steinthronen, auf denen ihr euch befindet. Und schaut euch um und ihr seht kleine Bäche an Lava an euch vorbeiziehen. Hier und da mal eine kleine Stichflamme auftauchen und auch die anderen Mitreisenden haben sich verändert. Wie weit verändert? Tja, da kann ich mir die Raumaufteilung, die ich mir eben in meinem Kopf vorgestellt habe, ja direkt wieder über Bord werfen. Ich gucke nach oben, sehe ich Fenster. Psst, so laut. Das Pärchen, das ihr gerade eben gesehen habt, sitzt da immer noch und hält immer noch Händchen. Aber sie haben jetzt große Flügelpaare und kleine Hörnchen auf der Stirn. Während die Gruppe an Reisenden, der Halbelf sieht immer noch aus wie ein Halbelf. Aber seine zwei Mitsassen haben sich zwei kleine Stachelteufel, die jetzt auf den Sitzen sitzen. Und ihre Kapuzen von ihren Köpfen schütteln. Der alte Mann sieht jetzt eher aus wie eine alte Echse mit großen Schuppen und noch größeren Augen an der Seite von seinem Kopf. Und er greift in seinen Rucksack und zieht ein Buch hervor. Sind die Stühle bequem? Ja, also dafür, dass es ein Steinthron ist, ist es relativ bequem. Es sind einfach Thrones. Throne? Was?
Ja, ich gucke entsetzt. Balan, ihr hättet doch aufpassen sollen. Ich hab doch gesagt. Ja? Ja, Magie. Hm? Also wenn das hier die zweite Klasse ist, dann will ich wissen, wie die erste aussieht. Du hast doch wohl nicht wirklich gedacht, dass wir auf Schienen in die Hölle fahren. Ja, irgendwie doch. Ihr scheint immer noch in einem Zug zu sein. Ihr hört immer noch das Ratatat der Schienen. Ich war gerade sagen... Du bist nie auf die Idee gekommen, dass wenn es Schienen zur Hölle gibt, dass man die dann auch einfach zu Fuß entlang gehen könnte. Aber man hört doch immer noch die Schienen. Ja. Und ich wende mich zu ihm zu. Etwas verächtlich schüttelt er den Kopf und holt jetzt auch ein Buch aus seiner Tasche. Oh Mann. Die Raumaufteilung ist jetzt, also, okay, ich erkenne die ungefähre Raumaufteilung wieder. Mhm. Ich erkenne quasi 6 Sitzflächen, richtig? Hier. Okay. Genau. Wir sind ja jetzt nicht mehr in der Mitte. Heißt, das ganze Abteil hat sich so ein bisschen verschoben? Ja, das lag daran, dass ich geplant hatte, dass ihr da unten links sitzt. Und das ist jetzt aber einfach so. Sorry. Sollen wir uns in die Mitte setzen, oder? Ihr könnt euch wohin setzen, wo ihr wollt. Ja, lass doch einfach in die Mitte gehen, oder? Hier, nehmen wir die Seite hier. Wir können uns ja einfach einen 4. Stuhl hier vorstellen oder so. Sie hat sich auf den Tisch gesetzt. Ach, das wäre ein Hocker. Ja, das ist ein Hocker. Schon okay, in deinem Alter sieht man nicht mehr ganz so gut. Jetzt hab ich die Wand gerne im Rücken. Jetzt habe ich eine Frage. Also Maps sind ja oft skizzenhaft. Ist hier alles 1:1 so, oder? Ja, ihr seht auch ein paar Knochen hier und da mal liegen. Im Boden. Im Boden einfach so. Ist der Boden uneben, ja, ne? Der Boden ist uneben, ja. Und wenn du dich einmal kurz über deine Stuhllehne praktisch drüber lehnst, dann siehst du, dann würdest du auch die Lava wirklich fließen sehen. Ist der Boden dreckig oder ist das noch so ein, wenn ich drüber laufen würde, würden meine Schuhe nicht automatisch dreckig werden? Das ist trotzdem noch relativ fester Boden, würdest du sagen. Okay. Kannst immer noch drauf laufen. Ist der Raum eigentlich jetzt relativ warm wegen der Lava oder ist er immer noch recht neutral? Es ist wärmer auf jeden Fall geworden, von deinem Gefühl her. Jetzt für dich angenehm. Aber es hat sich auf jeden Fall schon was getan. Ist jetzt nicht so, dass es nicht auszuhalten wäre, aber merklich. Okay. Ich lehne mich nach vorn. Hat jemand einen Vorschlag, wie wir anfangen? Ich würde mich ein bisschen nach vorne lehnen. Wir könnten vielleicht die anderen Abteile mal durchsuchen. Sind die Türen noch da oder sind das jetzt so Fenster? Ich kann das nicht ganz ausmachen bei diesem Stil. Sind Türen. Also die Türen links und rechts aus dem Abteil raus sind noch vorhanden. Okay. Eine Frage. Ich bin ja ein Feuer Dragonborn. Tut mir die Lava weh? Ich das im Kopf habe, bist du einfach nur resistent gegen Feuerschaden. Das heißt, wenn du in die Lava greifen würdest, würde es dir weniger wehtun als jemand anderem aus der Gruppe, aber es würde dir trotzdem noch wehtun. Okay. Nicht zu knapp, vermutlich. Ist da ein Amboss? Das sind praktisch Stacheln, die diese Abteilungstrennungen. Oh, also diese Trennwände enden mit so einem richtig fetten Stachel? Ja, mit so praktisch Stacheln. Wie spitz sieht der aus? Du solltest jetzt nicht dagegen laufen. So spitz. Könnte ich dagegen jemanden schubsen? Pass auf. Könntest du, ja. Stell dich einfach nicht davor, wenn der Zug gerade hält. Okay. Sind irgendwelche Zwischenstopps eingeplant? Wissen wir nicht.
Fenster, Türen und Dach ist sonst alles gleich, oder? Also, wenn du nach oben schaust, hast du das Gefühl, dass du in einen brennenden Himmel schaust. Das oh. Sind hier noch Fenster? Ihr schaut euch um und ihr könnt keine Fenster mehr erkennen. Also ja, mein Vorschlag wäre es immer noch, die anderen Abteile zu finden. Beziehungsweise dort nachzuschauen. Balan. Weil ich denke... Nichts für ungut, Naki, aber... Ich schaue aus meinem Buch auf. Ich zeige mit einem Zeigefinger, so ein bisschen unauffällig, so dass nur ihr das seht, vor mir nach oben. Ist das eine Illusion? Oder sind die Flammen da echt? Ich schaue nach oben und versuche, den Ursprung dieser Flammen festzustellen. Also du schaust nach oben und du siehst halt diesen Baldachin aus flammenden Wolken praktisch. Und du würdest... Vom Gefühl her sagen, machen wir mal nochmal einen Arcana-Check. Diesmal nicht mit Disadvantage. Und würde sagen, das scheint mir sehr illusorisch zu sein. Also du glaubst jetzt nicht wirklich, dass du da jetzt hochfliegen könntest. Du glaubst, wenn du nach oben fliegen würdest, dass du da irgendwann gegen irgendwas stoßen würdest wahrscheinlich. Mhm. Also, sieht wie eine Illusion aus. Oh Gott sei Dank. Naki? Ja? Bombenexpertin, ja? Ich flüster das etwas. Ein wenig. Ich habe da so meine Erfahrung drin. Habt ihr etwas Explosives dabei? Ich gucke besorgt auf die Lava. Glücklicherweise habe ich dieses tatsächlich sehr sicher zu Hause verstaut. Ah, ja, das wird mir schon mal gesagt. Eine Bombenexpertin ohne Bomben? Ich habe die vielleicht keiner vergessen, mal beim Inventory hinzuzufügen. Könnt ihr euch denn eine basteln? Wenn ich die richtigen Materialien finde, garantiert, ja? Also, was machen wir jetzt? Also, da wir ja schon Nachmittag haben inzwischen, hat Akira schon ziemlich großen Hunger wieder und sagt, also ich persönlich würde mich gerne umsehen. Ich hätte wirklich gerne etwas zu essen. Etwas zu essen? Ja. Etwas zu essen. Habt ihr mitbekommen, was hier gerade passiert ist? Und ihr denkt an Essen? Nakis Ohren zucken ein wenig und sagt so, oh, gar kein Problem. Und sie wuschelt in ihrer Tasche rum und holt die Brötchen vorher. Die Brötchen, natürlich. Holt die Brötchen raus. Das ist wahrscheinlich besser für euch. Wer weiß, was in der Gastronomie hier passiert ist. Aber ich würde noch ein Brötchen für mich selber behalten. Okay. Akira schnappt sich alles, was sie kriegen kann an Essen. Und schaufelt es in großen Bissen hinunter. Ich hab doch gesagt, man kann nie genug Essen dabei haben. Ich kann mir vorstellen, dass der Garpunkt in Lava schwer zu treffen ist. Können wir die Mittagspause jetzt unterbrechen und an die Arbeit gehen? Ist irgendwo noch eine Uhr in diesem Raum oder ist die Uhr wieder weg? Die Uhr war am Bahnsteig. Die war fest verankert. Oh, okay. Also ist hier... Haben wir gar keine Möglichkeit, die Zeit nachzuschauen. Wie viel Uhr ist es jetzt? Falls ihr keine Taschenuhr habt oder das Feed, das euch sagt, wann wie viel Uhr ist immer. Oh, ja. Balan, würdest du sagen, Balan, wie spät ist es? Nach deiner inneren Uhr ist es jetzt 12.23 Uhr. Also wir sind 21 Minuten unterwegs und Norden liegt in dieser Richtung. Wundervoll. Wohin zeigt ihr? Zeit nach oben. Nach links, okay. Oh, schade. Ich gucke Naki an. Ich würde immer noch raten, dass wir uns vielleicht die anderen Abteile einmal anschauen, weil sie schaut sich hier um. Ich glaube nicht, dass wir die Person, die wir suchen, hier finden würden. Ich werde dich begleiten. Ihr wisst, dass euer Auftraggeber gesagt hat, die Person, die ihr sucht, ist wahrscheinlich in der ersten Klasse. Ja. Ja. Die erste Klasse war Richtung rechts oder links?
Von dir aus jetzt praktisch hinter deinem Stuhl. Hinter mir, also okay. Nach rechts. Wollen wir oder gibt es andere Vorschläge? Meine Frage ist eher, wollen wir zusammen gehen? Oder ist es zu auffällig, wenn wir zu viert versuchen, in die erste Abteilung zu gehen? Ich meine, vielleicht könnten wir uns auch einfach Informationen suchen. Es gibt sicher Leute, die uns verraten können, wer die Person ist, die wir suchen. Weil ich denke, in der ersten Abteilung werden wir zwischen den ganzen Leuten, die da sind, trotzdem wahrscheinlich unseren Auftraggeber nicht erkennen können ohne Foto. Wahrscheinlich. Gibt es Fotos? Nein. Also zumindest konnte uns unser Auftraggeber kein Foto geben. Aussehen ist sowieso flüchtig. Ihr wisst auch, dass man auf Aussehen nicht unbedingt so viel geben darf, weil besonders mächtige Kreaturen oder Kreaturen, die länger leben, sich durchaus ab und zu mal entscheiden, ihre äußere Gestalt zu ändern. So kann man es auch sagen. Oder Aussehen ist flüchtig. Schönheit ist Schall und Rauch. Also ich denke, es wäre schon sinnvoll, wenn wir wahrscheinlich zusammenlaufen, weil, und ich würde auf Balan zeigen, den da brauchen wir garantiert in unseren, und sie überlegt kurz, wie sie es ausdrücken sollte, unsere Zielperson zu finden. Wir brauchen alle Was? Hier. Also, habe ich ein Memo nicht gelesen? Also wenn es welche gab, dann hast du die mit Sicherheit gelesen, Balan. Nun, ich stehe auf und klopfe meinen Mantel aus. Dann lasst uns mal gucken, was das nächste Abteil so zu bieten hat. Ich würde mit aufstehen und meine Beine und mein Gesäß abklopfen von diesem räudigen Stein. Alles klar. Ich gehe noch etwas näher auf euch zu, bevor ich weitergehen würde. Und dann spreche ich wieder etwas leiser. Trägt irgendeiner von euch gerade offene Waffe? Nein. Also Akira hat ihre Waffe schon immer sehr griffbereit. Mein Kopf ist unbedeckt. Ich habe einen Dagger in meinem Schuh zwar drinne, die anderen habe ich aber in meinem kleinen Trolley drinne. Ich weiß ja von euch, was eure Stärken sind, richtig? Ja. Das heißt, ich kann einschätzen, dass ist auch gleichzeitig eine Frage an den DM. Ich kann einschätzen, dass Naki potenziell im Fernkampf besser ist und dass Akira absolut Nahkampf ist, korrekt? Soweit mir bekannt ist, ja. Okay, weil ich habe ja deren, wie sagt man? Personalbogen. Genau. Und Balan kann ich ja auch einschätzen. Alles klar. Akira. Du und Naki, ihr geht voran. Pass auf, und ich lehne mich noch weiter nach vorn, dass niemand uns zu nahe kommt. Falls es irgendwann heikel wird, sorg einfach dafür, dass etwas Abstand zwischen potenzieller Gefahr und Naki und Balan kommt. Ja, das wäre wundervoll. Kein Problem, das regel ich. Deswegen bist du hier. Und Balan, ich vertraue darauf, dass du die Gefahr rechtzeitig erkennst. Wir sollten uns ein Codewort ausdenken. Falls uns jemand hört. Vorschläge? Irgendwas, um Gefahr zu symbolisieren. Naki würde, man würde ihr anerkennen, dass sie nachdenken würde. Ich meine, das hier ist ein Zug voller potenzieller Gefahren. Überall laufen Teufel rum. Wer weiß, was passieren kann. Ein Codewort. Ja. Sie überlegt noch weiter und schaut dann währenddessen auf das Brötchen, das Akira sicher noch in ihrer Hand hat und geht halt so ein bisschen nach vorne. Brötchen. Brötchen. Okay. Ja, es muss ja ein Wort sein, das wir nicht ständig benutzen. Brötchen. Außerdem brauchen wir Codenamen. Ihr wisst, dass unsere Identität absolut geheim bleiben muss, ja? Naja, kennt uns jemand?
Nein, hoffentlich nicht. Trotzdem brauchen wir Codenamen. Du weißt ja, Balan ist bereits der Codename. Naki, ist das dein echter Name? Nein. Kenne ich deinen echten Namen? Nein. Steht das nicht in der Personalakte? Nein. Aber ist Naki dein Firmenname? Ja, das ist der Name, worunter mich jeder kennt. Okay, dann... warum steht dann Naki in der Personalakte? Sie würde etwas anfangen zu stottern. Ja, also ein Name wäre doch gut, ja. Also ein Codename. Ja. Und welcher Name stand bei Akira in der Akte? Ihre? Hast du deinen richtigen Namen angegeben? Ist das mein Test? Warte, ihr redet mit Naki, oder? Mit dir. Nee. Mit dir. Oh, Lul. Ich habe meinen richtigen Namen angegeben, ja. Okay. In ihrer Akte steht Akira Drakendrion. Dann braucht auch ihr, da brauchst auch du einen Codenamen. Such doch einen aus. Naki, was würde nicht auffallen? Sie schaut die Dame vor sich an. Namen. Und sie überlegt, während sie die große Dame vor sich anschaut. Also, so spontan würde mir gar nichts einfallen. Und sie schaut halt, vielleicht zu Balan rüber. Du hast doch sicher viele Namen in deinen Büchern gelesen, oder? Balan? Balan ist eingeschlafen. Balan ist zu vertieft in seinem Alter. Das passiert manchmal im Alter. Akira stupst Balan einmal an. Etwas gröber, als sie es wollte. Sein Gedanken, das ist bestimmt ist er gerade halb Stein oder so mental. Irgendwelche Nachwirkungen. Ich hatte euch gefragt, dich gefragt, Naki, weil ihr doch hier einigermaßen heimisch seid, dachte ich. Ja, aber das ist so lange her. Ich bin hier, seitdem ich klein bin, nicht mehr gewesen. Und sie schaut sich noch etwas länger um. Um ehrlich zu sein, ich fühlte mich auch gar nicht so wohl hier. Ah. Viele Erinnerungen an diesen Platz hatte ich nun auch nicht mehr. Naki, möchtest du mir mal einen Geschichtswurf machen? Oh ja. Sekunde. History, right? Ja. Okay, genau. Alles klar. So was du noch weißt und was dir noch im Kopf geblieben ist, dass sich eigentlich in der Hölle jeder benennt, wie er gerade lustig ist. Also ist vollkommen egal. Es gibt halt welche, die sich besonders nach halt alten, mächtigen Namen orientiert haben. Aber das ist egal, ob du da einfach nur, keine Ahnung, orientalischer Teebaum heißt oder... Oh, großartig. Die Leute interessiert es nicht, wie du heißt. Die Leute interessiert es meistens nur, was du für sie tun kannst. Ich bin zurück. Mein Internet war kurz weg. Wir haben das ausgespielt, dass dein Gehirn kurz halb Stein geworden ist und dass irgendwelche Nachwirkungen sind. Ich hab dich zwischendurch gehauen. Kann sein, dass du einen blauen Fleck oder so hast. Haben meinen Namensvorschlag noch? Nein. Nein. Okay. Aber wir haben gerade sowieso neue Info. Okay. Naki? Tell me all about it. Ja, normalerweise benennt sich hier jeder so, wie er möchte. Das heißt, solltet ihr irgendein spontanes Wort haben, das ihr im Kopf habt, es ist alles in Ordnung. Alles sollte passen. Ah. Ah. Und ich schaue so in die Runde. Hättet ihr denn irgendwelche Namen, wie ihr euch am liebsten nennen würdet? Big Bang.
Big Bang. Okay. Naki würde ihn einfach nur etwas anschauen, von wegen so, ja. Und dann schaut sie Akira an. Ich würde gerne Keks genannt werden. Keks. Ich habe Hunger. Ich kann an nichts Vernünftiges denken, außer essen. Man kann Naki ansehen, dass sie einfach nur langsam auf den Boden schaut und einfach nur vorsichtig nickt und sich dann halt hoffnungsvoll zu Balan umdreht. Und sie, hast du einen Namen, wie du dich als Codenamen nennen möchtest? Hast du mich an? Ja. Einen Namen, ja. Levistus. Was? Nein, vermutlich keine gute Idee. Wie wär's mit Graue Braue? Sicher. Graubart. Also dann. Ja? Hast du zufälligerweise noch einen wundervollen Namensvorschlag für mich? Leicht amüsiert schaut sie ihn an. Uwo. Uwo. Also du schaust gerade Graubrat an, ne? Nee, ich schau dich an, weil du ihm ja einen Namen gegeben hast. Okay. Ich überlege einen Moment. Graubart, Keks, Uwo gehen mit Big Bang in eine Bar. Ei, ei, ei. Boah. Kann ich meinen Namen nochmal ändern? Ja, klar, du kannst ja sprechen. Ihr könnt mich auch Goldzunge nennen. Goldzunge. Gut. Ja, klingt ja fast wie so ein Stamm. Big Bang, Goldzunge und Graue Braue. Naki würde anfangen zu lachen. Und während sie weiterhin auf den grandiosen Namensvorschlag wartet, von Berger. Ich überlege noch. Ich überlege wirklich intensiv. Es dauert einen Moment. Sag mal los, oder? Einen Moment noch. Ich packe an meinen Koffer und hole etwas in einem schwarzen Tuch eingewickelt heraus und ziehe das in einer ruckartigen Bewegung unter meinen Mantel. Es ist länglich. Und dann wiederhole ich diese Bewegung mit zwei, drei anderen Sachen, die ich daraus hole. Übrigens sind unter euren Sitzen immer noch die Compartments für euer Reisegepäck. Das hat sich nicht verändert. Habt ihr die also mitgenommen? Ich würde zurücklaufen und meinen Koffer holen und dann wieder... Warte, sind wir jetzt hier eigentlich hingegangen oder sind wir von anderen... Was sind wir schon unterwegs? Ja, ihr seid da aufgetaucht. Okay, dann liegt mein Koffer da immer noch drunter. Genau. Also ihr habt alle eure Sachen noch. Ihr besprecht euch, ihr packt eure Sachen ein bisschen um. Und was wollt ihr denn tun? Ich warte eigentlich immer noch auf einen Namen. Ja, ich hab dir noch keinen gegeben. Also du siehst immer noch, dass ich ein bisschen packe, dass ich noch überlege. Ich starre Berger immer weiter an, weil ich habe meine Sachen theoretisch schon alle bei mir. Jetzt schau doch nicht so. Das ist unhöflich. Ich schaue Belan etwas an. Na und? Und? Sollen wir dir auch ein Auge entfernen? Entschuldigung, was? Sollen wir dir auch ein Auge entfernen? Wir? Und sie tritt vorsichtig ein Stückchen von Balan zurück.
Ich ginge davon aus, dass Bergar sein Auge in einem Unfall oder so etwas verloren hat und nicht, dass sie das entfernt haben. Ja, freiwillig war es wohl kaum. Was ist eigentlich passiert mit dem Auge? Wenn ich fragen darf. Ich höre auf zu kramen, pack das letzte unter meinen Mantel, dreh mich zu Akira um. Muster dich für einen Moment und dann sage ich: Unzureichende Planung. Aber man lernt ja nie aus. Ich glaube, so ein Fehler passiert einem in der Regel nur einmal. Und wenn er mir nochmal passiert, bin ich blind. Das wäre ungünstig. Ich schaffe es bestimmt nicht nochmal raus. Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt Schlimmeres. Ihr hättet den anderen sehen sollen. Und wie sah der andere aus? Siehst du die Knochen da? So? So ungefähr. I see. Dann bist du mit einem Auge ja noch, mit einem verlorenen Auge ja noch ganz gut davon gekommen. Wie wäre es mit Violet? Sicher. Und sie nickte zufrieden. Nun, ich fahre mir so ein bisschen mit der Hand durch den Bart. Gehen wir Richtung anderes Abteil. Aber falls irgendwas Komisches passiert, denkt an das Codewort. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Hier sind viele seltsame Gestalten. Wir sollten immer auf der Hut bleiben. Und niemals, genau, unter keinem Umständen preisgeben, weswegen wir hier sind. Also, denkt euch irgendetwas anderes aus. Seid kreativ. Völlig egal. Uns wird sicher schon etwas einfallen. Und dann gehe ich voran. Ist klar. Und ich folge. Ihr macht euch auf den Weg und öffnet die jetzt etwas wuchtigere aussehende Tür. Zum Mittelteil, zum nächsten Abteil. Akira, mach die mal auf. Ich mache etwas Platz. Geht sie schwer auf? Du musst ein bisschen ziehen, aber die geht eigentlich relativ gut auf. Und ihr tretet nach draußen. Ihr kommt auf dem kleinen Zwischenstück an und vor euch, schräg rechts von euch, sitzt auf einem ausklappbaren Stühlchen eine Tieflingsdame mit kunstvoll geflochtenem blauen Haar, die gerade die Beine übereinander geschlagen hat und sich die Fingernägel zu feilen scheint und die gleiche Uniform trägt wie der Halborg, der euch kontrolliert hat und ihr Kopf hebt, sobald ihr aus der Tür tretet. Ah, Speisewagen. Ah, ja genau, den suchen wir gerade. Ja, immer weiter durch. Nicht im Gefängnis stehen bleiben. Ja, natürlich nicht. Vielen lieben Dank für die Auskunft. Hm. Und sie zwinkert dir immer so zu und ich zwinker zurück. Und feilt sich weiter die Nägel. Ist sie bewaffnet? Du guckst sie an und sie trägt einen Degen an der Seite. Ist sie auch ein Schlüsselbund oder sowas? Nicht, dass du es jetzt auf Anhieb sehen würdest. Möchtest du mir mal einen Wahrnehmungswurf machen? Sicher. Du kneifst so ein bisschen die Augen zusammen und musterst dieses einmal von oben nach unten. Dir fällt erstens auf, dass es eine durchaus attraktive Tieflingsdame ist. Mit relativ kleinen Hörnern, die sich zu so einer Schnecke an ihrem Kopf an der Seite sind. Und du siehst jetzt aber keinen Schlüsselbund etc. Sie hat aber schon zwei Hörner. Ja. Oder laufen die beiden zu einer Schnecke zusammen? Nein. Das sind beide zwei kleine Schneckchen und auf der einen Seite ist ein kleines Stück abgebrochen. Gefängnis! Hab gehört, dass da letztes Mal einer stehen geblieben ist. War nicht schön, oder? Sie
hebt eine Augenbraue und guckt Berger an. Also freiwillig bleibt da niemand stehen. Ich und weiß auch nicht, warum der das gemacht hat. Und rein aus Interesse, nur damit wir dann natürlich nicht stehen bleiben können. In welchem Abteil war das nochmal ganz genau? Sie guckt jetzt ihre hochgezogene Augenbraue, wechselt den Besitzer und guckt jetzt dich an. Und sie tippt mit ihrer Nagelfeile auf die Tür direkt neben sich, wo eine große Nummer 7 ist. Ach, wie wundervoll. Wie schusselig von mir, dass ich das fast vergessen habe. Ja, schusselig. Und sie tippt so ein bisschen mit der Nagelfeile jetzt so auf ihren Daumen. Guten Hunger. Dankeschön. Und ich schaue sehr peinlich berührt zur Seite, like, ob wir weitergehen können, bevor die Dame noch irgendwie Verdacht schöpft oder so. Die Seelen der Gefangenen stehen also nicht auf der Speisekarte. Darauf lacht sie. Nur ganz selten. Ja, wenn man Pech hat, mit einem Seelenfresser in einer Zelle zu landen, kann das schon mal passieren. Fallt nicht runter. Erinnert mich an meine Ex-Frau. Vielleicht hatte sie einen Grund dafür. Und sie lehnt sich wieder zurück und feilt weiter ihre Nägel. Kannst du noch mal das Abteil vor uns beschreiben? Hinter euch oder jetzt vor euch? Wir stehen vor der geschlossenen Tür, oder? Ja, ihr steht nämlich gerade noch vor der geschlossenen Tür und habt sie noch nicht aufgemacht. Achso, und da kann man auch nicht durchgucken oder so? Also ist kein Schlitz oder so, nichts transparent? Nein. Achso, das sind okay. Einfach nur große Türen. Übrigens hier von draußen sieht der Zug immer noch genauso aus wie der Zug, der auf dem Gleis stand. Sind da... ist da draußen irgendwie eine Leiter oder irgendwas? Ihr seht hier nur die Gitter praktisch, diese Zäune, die links und rechts sind. Und da auch die Landschaft an euch vorbeiziehen. Ganz normale Landschaft? Eine ganz normale Landschaft, wie es aussieht. Ihr seid gerade in einem Waldgebiet. Okay. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Möchtest du jetzt hier noch länger stehen bleiben und dich nochmal genauer umschauen? Ja, ja. Ich gucke mir dieses Zwischenstück genau um. Ich gucke draußen, ich gucke nach oben, ob ich ganz normalen Zugdampf sehe oder ob irgendwas anders ist. Ob ich weiß, ob ich irgendeinen Hinweis darauf finde, womit der Zug betrieben wird oder so. Okay. Mach mir mal bitte einen Wahrnehmungswurf. Mhm. Du schaust dich um und du siehst halt, wie gesagt, dieses kleine Mini-Abteil und auch über dir ist ein kleines Dach, was zwischen den zwei Abteilen gespannt ist, was halt sich mitbewegt mit der Zugbewegung. Das ist also nicht statisch, sondern ist halt praktisch wie ein bisschen wie ein Fächer aufgebaut, dass es sich mitbewegt und Schatten auf diesen Part wirft. Und ansonsten siehst du ab und zu mal Rauchschwaden im Himmel und du würdest sagen, man könnte durchaus über dieses Geländer klettern und nach oben sich auf den Zug draufstemmen. Okay. Müssen wir halt geschickt für sein, aber du bist dir sicher, ein, zwei Leute aus deiner Gruppe können das durchaus hinkriegen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn man da... leicht runterfallen könnte oder so? Man könnte durchaus runterfallen, weil wie gesagt, dieses Mittelstück ist überdacht und man müsste an dem Dach praktisch vorbeiklettern. Das heißt, du hättest die Gefahr, zwischen den Schienen zu landen. Okay. Also Platz zum Hochklettern ist, man braucht nur Kraft. Ja. Gut. Dann würde ich
warten, bis Naki weitergeht. Ich würde Akira anschauen, von wegen, könntest du die nächste Tür bitte öffnen? Selbstverständlich. Akira geht vor und mit einem wieder zu groben Rums reißt sie die Tür auf. Du reißt die Tür auf und ihr tretet ein in das nächste Abteil, was einfach nur eine große, lange Brücke ist, die sich über einen Abgrund erstreckt, an dessen Grund ihr ein Labyrinth aus kleineren und größeren Ruinen seht, wo ihr ab und zu mal einen Schrei hört oder eine Bewegung da unten entlang huschen seht. Wissen wir, in welchem Abteil wir gerade sind? Nummer 7. Das ist das Gefängnis. Okay. Wie lang ist diese Brücke ungefähr? Wirkt die genauso lang wie der letzte Raum, den wir, oder das letzte Abteil, wo wir drin waren? Vielleicht ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall geht sie schnurgerade auf die andere Seite, wo ihr auch eine Tür seht. Also, ich würde der guten Dame von gerade eben gerne zuhören und hoffentlich hier nicht stehen bleiben. Na dann hasch dich. Geht voran. Sind hier drin irgendwelche Wachen? Sehe ich irgendwo jemanden? Du guckst dich um und auch wieder hier ist es so, dass wenn du nach oben guckst, du Himmel über dir siehst, einen sehr verzerrten, grotesken Himmel. Und wie gesagt, du siehst ab und zu da unten sich mal was bewegen, aber hier jetzt auf der Brücke, niemanden. Okay. Wenn ich glaube, dass ich unbeobachtet bin, dann würde ich gerne einen Zauber wirken und Detect Magic als Aktion, also nicht als Ritual, sondern sofort casten. Möchtest du das auch heimlich vor deinen Gruppenmitgliedern machen, oder? Nein, also ich wüsste auch nicht, ob du das, also ob das überhaupt möglich ist. Das hat immerhin verbale Komponenten. Okay. Du murmelst ein bisschen vor dich hin und zauberst Detect Magic und dir ist sofort bewusst, dass du von Illusionen umgeben bist. Bis zu einem gewissen Grad. Ja. Wie sie wohl um. Und dann. Du guckst aber auch nach unten und du denkst dir, okay, nach oben wirst du sagen, relativ einfach nur Illusion. Also der Himmel scheint magische Natur zu sein. Guckst nach unten und denkst dir, also ich glaube, wenn ich da jetzt darunter springen würde, dann würde ich auch genauso tief fallen, wie ich gucken kann. Mindestens so magisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie, wir können. Und in Balans Augen ist so ein leichtes magisches Funkeln. Ich würde die Brücke entlang kraxeln. Hinter Akira. Das ist jetzt auch keine Hängebrücke, sondern das ist wirklich eine Oh, okay, stabile, ich hatte eine Hängebrücke. Das ist ein praktisch wie so ein stabiler Metallsteg, den praktisch wie in einer Fabrik schon fast. Ist da ein Gelände dran? Da ist ein Geländer dran, ja. Okay. Ist die wie ein Brett oder geschwungen, also so gebogen? Die ist wie ein Brett. Okay. Die geht schnurgerade nach vorne. Und ihr hier drinnen merkt ihr auch nicht mehr, sag ich jetzt mal, das Schwanken vom Zug. Das ist praktisch wirklich, ihr hört zwar noch immer noch das Rattern der Schienen und ab und zu mal das Zughorn, aber... Also wir versuchen jetzt nur noch einander mit den Kosenamen in Anführungszeichen anzusprechen, oder? Maybe. Ich denke, wenn wir alleine sind, ist es halt in Ordnung. Solange wir halt wo andere sind, die uns aktiv hören können, wären Kosenamen, denke ich, sinnvoll. Wie viel? Kosenamen? Kosenamen vergessen. Kosenamen. Wie breit ist diese Brücke? Wie viele Leute von passen nebeneinander? Also Naki und Baladen könnten nebeneinander laufen, würden sich aber berühren, aber jetzt zum Beispiel neben Akira zu laufen, ist jetzt ein bisschen schwierig. Okay. Also so anderthalb bis zwei Personen. Akira, geh vor! Alles klar. Bleibt hinter mir. Ich
werde euch beschützen, sollte hier etwas passieren. Ich und Balan gehen in der Mitte. Naki, geh mal nach hinten. Ich dränge mich, wie so gut es geht, an den beiden vorbei und laufe hinter den beiden. Ja, ja. Alles klar. Vorsicht, hier fällt man tief. Über die Brücke und werft ihr einen Blick nach unten? Oh ja. Ich würde keinen Blick nach unten werfen. Ich würde schnurstracks direkt auf die Tür schauen. Ich gucke auf jeden Fall nach unten. Okay, du guckst nach unten. Du hast wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Labyrinth aus Ruinen da unten ist. Aus verkommenen Häusern und eingestürzten Mauern. Und manchmal siehst du noch so schwarze Schwaden aufsteigen. Und es sieht halt sehr unangenehm da unten aus. Wäre blöd, wenn was wir suchen da unten ist. Ja, das wäre ungünstig. Ich glaube. Sorry. Nein, rede zu Ende. Ich habe unterbrochen. Sieht aber nicht wie erste Klasse aus. Also lass uns erstmal weitergehen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Naki würde sich da unten sehr unwohl fühlen. Ich tapsel von dem einen Fuß auf den anderen und hoffe, dass wir schneller weiterlaufen. Alles klar. Und ihr lauft weiter, kommt an der Tür an und Akira zieht auch diese wieder auf und ihr tretet wieder auf ein identisches Zwischenstück wie das vorherige, nur dass hier diesmal nicht eine Tiefling-Dame sitzt, sondern ein Gnom mit einem großen Hammer. Wie groß? Fast so groß wie er selbst. Wie groß ist er? Meter. Oh. Meter 20. Irgendwas dazwischen. Er sitzt gerade, kannst du nicht ganz so gut einschätzen. Okay. Sehe ich Magie an ihm? Du guckst ihn an und du wirst jetzt nicht direkt sagen, dass er irgendwas Magisches an sich hat. Du hast halt hier die ganze Zeit so eine bestimmte magische Grundschwingung an Illusionen. Ja. Fast durchgehend. Also auch hier draußen, wenn wir zwischen den Abteilen sind sozusagen. Ja, also wenn du dich umguckst, der ganze Zug ist praktisch wie durchtränkt mit Illusionsmagie. Ja. Ich würde abwarten, ob er irgendwas sagt oder ob wir theoretisch einfach weiterlaufen können. Wie heißt der Typ gleich nochmal, den wir suchen? Sagst du das laut? Nee, ich frag halt so. Für dich sanft heißt er. Sanft. Also, warte mal, ich kann es euch buchstabieren. Z-A-N-T-H. Sanft. Ah. Okay. Sanft. Ah. Ich korrigiere. Oh, dann habe ich das einfach nur schlecht aufgeschrieben. Ich dachte, der heißt einfach sanft. Ich dachte auch, so sanft wie, weiß ich nicht. Sanft. Okay, dann habe ich das falsch ausgesprochen. Das tut mir leid. Schäm dich. Wir sind noch nicht in der ersten Klasse jetzt, oder? Nein. Nein, ihr steht jetzt vor einer Tür mit der Nummer 8. Jawohl, eine weitere Tür, die ich fast kaputt machen kann beim Aufmachen. Und mit einem weiteren Rums reißt sie die Tür auf. Alles klar. Ihr lauft an dem Gnom vorbei, der euch auch nicht. Der wirft euch mal kurz einen Blick zu, aber. Und behält euch auch im Auge. Aber. Scheint jetzt nicht so gesprächig zu sein. Und du stößt die Tür zum nächsten Abteil auf. Dir kommt direkt. Und was passiert? Kalte Luft entgegen. Als du auf eine Eisfläche trittst. Dieses Abteil hat anstatt dem steinigen und lavadurchzogenen Boden von eurem Abteil große Eisgletscher und Sitze aus gehauenem Eis, was sich hier entlang zieht. Ab und zu auch ein kleiner Riss im Boden, von dem ihr nicht wisst, wie tief es dann runtergeht. Wie breit sind die Risse?
könntest deinen Fuß drin versenken, aber selbst komplett da reinzufallen, da müsstest du dir echt Mühe geben oder echt klein sein. Okay. Sehe ich andere Leute hier in diesem Abteil? Du siehst hier Leute in diesem Abteil. Du siehst zwei Tieflinge, die da sitzen und anscheinend Karten spielen. Weiter vorne würdest du sagen, sie sitzt noch eine geflügelte Kreatur, die du nicht ganz einschätzen kannst, aber sie hatte auf jeden Fall Hörner und einen Stachelschwanz. Du hörst noch ein paar Stimmen von hinter einem Eisblock. Ich würde eintreten. Ist der Boden rutschig, wenn ich drauf trete? Du trittst ein und bist so ein bisschen vorsichtig, aber du hast das Gefühl, du kannst relativ sicher dich bewegen hier auf dem Boden. Gera grummelt. Ah, mir gefällt es hier nicht. Ich würde zustimmend nicken. Ja, ist ja auch kein Urlaub, ne? Ja, es ist eine relativ akkurate Repräsentation gewisser Teilen der Hölle. Es ist so, als wäre man da. Ihr meint also, ich schreibe es mal an, dass das die ganzen, sind das Dimensionen der Hölle repräsentieren? Glaube ich das? Also ich persönlich glaube, dass es halt irgendwie um die Reise angenehmer zu machen für die verschiedenen Teufel, verschiedene Waggons gibt und die sich die Art ihrer Reise dadurch aussuchen können. Aber ich weiß nicht, ob es... Mach mir mal einen History-Check mit Vorteil, weil du dir vorher die Bücher mitgenommen hast und dich da ein bisschen eingelesen hast gestern ja. Abend. Du überlegst dir so ein bisschen, wir waren im 6., dann im 7., dann im 8. jetzt. Sind es die Kreise der Hölle? Es hört sich an wie die Kreise der Hölle. Dann wäre jetzt das 9. Abteil, das nächste Abteil, die praktisch unterste Ebene der Hölle. Glaubt ihr, da finden wir den Speisesaal? Ich teile euch das mit. Also... Ich denke, das steht für die Regel der Hölle. Würde das auch passen, also dass der 7. Ist der 7. der von Levistus? Es gibt, soweit du weißt, zwei große Eisplanes. Nämlich einmal Kania, was die 7. Ebene ist, und Styga, was die 5. Ebene ist. Und die 5. Ebene ist die Ebene von dem Erzdämon, von dem ihr den Untertanen sucht. Aber wie gesagt, da es zwei große Eishöllen gibt. Ich weiß nur da vom, also ich als Spieler weiß nur vom Tomb of Levistus. Und das ist halt ein Eisgrab. Ja, der ist tief im Eis eingeschlossen von Asmodeus. Weil er sich daneben benommen hat. Mit Frau und Tochter. Die Höllenringe. Sind wir auf dem richtigen Weg? Zur ersten Klasse? Oder in die Hölle? Beides. Ersteres. Ich hoffe, der nächste Waggon ist nicht der letzte. Ich würde sagen, das finden wir nur raus, wenn wir weitergehen. Ja, hopp. Geht voran. Und kommentarlos mit großen Schritten schreitet sie voran. Ich würde, während ich hinterherlaufe, schauen, ob die anderen Leute irgendwie ein bisschen verdächtig wirken oder so. Mach mir mal einen Inside-Check. Könnte? Könntet ihr vielleicht noch dazu sagen, was dann euer Endergebnis ist? Weil es gibt ja einige Leute, die dann auch zuhören. Oh, 13! Dankeschön.
13. Du guckst dich so ein bisschen um und du merkst, dass, wenn ihr jetzt durchläuft, die Leute dich oder euch zumindest durchaus einmal kurz mustern, aber sich nicht weiter für euch zu interessieren scheinen. Ich würde zufrieden weitergehen. Alles klar. Ihr lauft durch die Eislandschaft und kommt wieder an der nächsten Tür an, die Akira wieder zuverlässig mit ihren Muskeln aufziehen. Und ihr tretet erneut auf ein kleines Zwischenstück, auf der wieder ein Tiefling sitzt. Diesmal mit einem Speer in der Hand und der steht auch und der sitzt nicht. Kommen wir problemlos an ihm vorbei? Er mustert euch und nickt einmal kurz zu, als ihr austretet, aber etwas anderes als euch zu beobachten, tut er jetzt nicht. Ich nick zurück. Ist klar. Ihr lauft weiter in den 9. Waggon und ihr seht praktisch eine Mischung aus allem, was ihr jetzt in den Waggons vor euch erlebt habt. Es sind eisige Gletscher direkt neben Lavaströmen und kleine Mini-Vulkane, die in der einen Ecke kurz vorm Ausbruch zu sein scheinen, während euch gleichzeitig ein sehr, sehr heißer Wind ins Gesicht weht. Oh. Und kurz darauf aber auch die Kälte euch wieder in die Knochen zu kriechen scheint. Räume! Sieht das hier so aus, als wäre das der Speisesaal? Der Speisewaggon? Sieht immer noch so aus, als würden hier Leute auf. Sie redet von Gletschern und Vulkanen und du fragst nach Essen. Okay, ja. lass mich das anders phrasen. Oh. Vielleicht sehe ich noch eine andere Tür weiter, also geht es noch weiter als dieser 9. Waggon. Benutzen die Vulkane als Grill. Es geht noch weiter, also hier sitzen auch wirklich Leute und du siehst auch wirklich ein kleines teufelartiges Wesen direkt neben so einem Vulkan hocken und sich so praktisch so an diesem Vulkan reiben. Wie groß sind die Vulkane? Es sind kleine Mini-Vulkane, okay. So gehen dir so bis zur Hüfte. Okay, also wie so eine Art Geysir oder sowas. Ja. Voll süß. Ganz irritiert guckt Akira drüber und sagt, kuschelt der gerade mit dem Vulkan? Vielleicht ist ihm ja kalt. Muss ihm ziemlich, ziemlich kalt sein. Wollen wir weitergehen? Ich würde auch hier nochmal schauen, ob die Leute mir irgendwie komisch vorkommen. Inside-Check. Inside-Check kommt. 21. Hier guckst du dich ein bisschen genauer um, weil dir hier die Leute noch abstruser vorkommen als im Abteil davor. Oder in den Abteilen davor. Und nimmst jeden genau unter die Lupe. Und du wirst sagen, dieser Teufel, der sich da gerade in diesem Vulkan reibt, der hat die Zeit seines Lebens gerade. Der ist richtig glücklich. Und du siehst noch eine schattenartige Gestalt. Also es sieht wirklich fast aus, als wäre das einfach nur ein Schatten mit leuchtenden Augen praktisch. Der scheint wirklich dich sehr intensiv anzustarren, als du ihn musterst. Und du hast auch das Gefühl, wenn du weiterläufst, dass dein Blick noch weiter in deinem Hinterkopf drin ist. Ich würde den anderen vorsichtig Bescheid geben und meinen Kopf ein bisschen nach hinten nicken zu der weirden Person in der Ecke. Kann ich die Art von Teufel einschätzen? Oder halte ich dem sein Verhalten für unangemessen, seiner Natur entsprechend? Meinst du, der sich am Vulkan reibt? Nein, der uns so beobachtet. Das ist, weißt du nicht direkt, ob das ein Teufel ist, weil es, wie gesagt, wirklich eine sehr schattenartige Gestalt ist. Kannst du nicht gut einschätzen. Mich würden prinzipiell die Leute interessieren, die gerade nicht in ihrer teuflischen Form sind. Also ist uns irgendwo noch jemand aufgefallen, der eine humanoidere Gestalt hat?
Du hast dich nicht besonders aufmerksam in dem letzten Abteil umgeguckt und das davor war halt die Gefängnis. Ja, das Gefängnis, ich weiß. Da. Okay, passt. Genau, aber wenn du dich hier nochmal umgucken möchtest, kannst du das gerne tun. Mit ja, gerne. Eine 15, genau. Du guckst dich nochmal um und neben dem Schatten und dem Teufel siehst du noch auch einen Menschen hier sitzen, der auf einem, ähnlich wie in eurem Abteil, auf so einem Steinthron sitzt und eine Zeitung liest. Kann ich sehen, was für eine Zeitung? Mach mal einen Wahrnehmungswurf. Sehen wir das alle? Ist das auch in, steht das okay. Unter Insight? Nein, das ist Wahrnehmung, um zu lesen, was da auf dem Titelblatt steht. Perception? Ja, Perception. Okay, ich war mir gerade nicht sicher. 15. Du gehst so ein bisschen, du steigst so ein bisschen näher ran und versuchst es zu lesen und du siehst, die drei besten Arten, eine Venus-Fliegenfalle großzuziehen. Es scheint eine Gartenzeitschrift zu sein. Ich schaue den Mann etwas mehr interessiert an, wegen der Venus-Fliegen-Zeitschrift. Aber... Und würde dann weitergehen. Du würdest sagen, es ist ein Mann ungefähr Ende 20, Anfang 30, mit kurzen braunen Haaren und einer kleinen Halbmondbrille, die etwas altbacken für sein Alter aussieht auf ihm. Aber ich nehme an, dass seit dem Gefängnis-Ding noch keine 10 Minuten vergangen sind. Also, falls mir irgendwas Besonderes, Magisches ins Auge fallen würde, würdest du mir das sagen, oder? Mhm. Du guckst ihn an und du guckst an ihm runter und er trägt ein Schwert oder ein Schwert ist an seinen Thron gelehnt und von diesem Schwert geht Magie aus. Beschwörungsmagie. Beschwörungsmagie sogar, okay. Ja. Alright. Warum bleiben wir stehen? Naja, es kam mir vor, als wollten sich die anderen noch etwas umsehen. Deswegen habe ich noch etwas innegehalten. Ich würde etwas wieder zur Gruppe ranlaufen und sagen, ich bin fertig. Hast du irgendwas gesehen? Ein Venus-Fliegen-Zeitschrift. Ein was? Eine Venus-Fliegen-Zeitschrift. Die Pflanze? Vergiss die Zeitschrift. Vergiss die Zeitschrift. Sein Schwert. Das ist magisch. Versucht Balan zu flüstern. Glaubt ihr, es könnte eine Gefahr für uns darstellen? Ich hoffe nicht, solange wir ihn nicht provozieren. Im Moment nicht. Ich möchte mich in diese Richtung drehen und kommentarlos meine Augenklappe auf mein anderes Auge ziehen und die Zeitschrift mustern. Mhm. Du musstest diese Zeitschrift und gib mir auch mal einen Wahrnehmungswurf. Okay. Was war das jetzt? 10. Du hast ein bisschen Probleme zu lesen. Also auf deine alten Tage werden deine Augen auch nicht besser. Und du liest genau das gleiche wie Naki auf der Zeitschrift. Nur, dass es in... Gott. Jetzt habe ich natürlich... Infernal geschrieben ist, was Naki lesen kann und du jetzt auch. Okay. Alles klar. Ich drehe sie wieder auf mein anderes Auge. Weiß ich, was mit deinem Auge ist? Also, wenn du mich dabei beobachtest, siehst du, dass wenn ich mein verletztes Auge entblöße, siehst du, dass das komplett verbrannt ist und da nichts mehr drin ist, dass nichts mehr heil ist. Einfach eine schwarze eine augenlose Augenhöhle quasi und tiefe, alte Brandnarben. Und die Augenklappe an sich,
die ich mir auf das andere Auge gelegt habe währenddessen, würde für dich wahrscheinlich während Detect Magic als Magie wahrgenommen werden. Okay. Ja, gut. Wollen wir weiter voranschreiten oder wollt ihr euch den Mann genauer ansehen oder versuchen, mit ihm zu reden? Also ich habe keine Lust, mich mit irgendwelchen Gartenleuten, die in der Nähe von Vulkan sitzen, anzulegen. Ja, Botanik ist jetzt auch nicht unbedingt meine Stärke. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Alles klar. Balan, du siehst doch übrigens, dass die Stiefel von Naki magisch sind und dass auch Akira etwas Magisches an sich trägt. Ich hätte mir die ganze Zeit auf meinen Steinzauber verwenden sollen. Manu. Ja, wir können weitergehen. Okay, Akira, du läufst weiter und stößt die nächste Tür auf. Ich will hier einmal fragen, da wir kurz vor der 3-Stunden-Marke sind, möchte jemand mal aufs Klo? Weil ich würde sonst mal kurz verschwinden. Ja, ich auch. 5 bis 10 Minuten Pause. Ja. Ich habe den Ausfall meines Internets dafür genutzt, aber wir können gerne jederzeit eine Pause machen. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir machen einmal kurz 10 Minuten Päuschen. 10 Minuten? Oder 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wann alle wieder da sind. Ich brauche 45 Sekunden, Pipi zu machen. Danke. Let's go. Ich renne. Okay. Aber trinken. Viel Erfolg. Das ist klar. Bis gleich. Leuch. Hey, ich wurde also gescammt. Tja, wie fühlt sich das an, Manu? Nein, ich hab mein Geld in andere Sachen investiert. Wizard hat nämlich nicht genug Zauber, also habe ich mit ein paar extra Zaubern gestartet. Na, siehst du, ist ja auch magisch. Und du hast dein Kätzchen, vergiss das nicht. Kostet aber nix. Ja, aber ich hab's trotzdem erlaubt. Wenn ich gewusst hätte, dass ich stattdessen ein Magic-Item krieg, dann hätte ich auch einen anderen Familiar genommen. Tja. Also, nein. Kein böser Wille. Alles gut. Krass, ey. Du ja noch Magic, Alter. Ich bin sehr zufrieden. Hätte ich gewusst, dass Panda so verbal ist, ich hätte ja gar nicht so einen verbalen Charakter machen müssen. Ich hätte ja eigentlich den Vollidiot, den ich anfangs machen wollte, nehmen können. Ich warte noch darauf, dass du uns deinen Plan eröffnest. Ja, muss ich ja nicht. Ich lass die Neulinge so ein bisschen sich entfalten. Bisschen gucken, was die so machen. Ob sich die Finger verbrennen an der Lava. Aber stimmt schon. Ich finde das gut. Dann will ich da auch nicht. Das ist doch gut. Was ist gut? Was habe ich verpasst? Nichts. Okay. Wollt jemand in der Lava schwimmen gehen? Nein. Schade. Noch nicht. Not yet. Hey, du, immer was geht. Krass, ey. Ich hatte voll Bock auf den Kampf. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich hier erwartet. Absolut gar keine. Null. Ist die Kampagne für längere Zeit ausgelegt oder eher ein kürzeres Ding? Es ist eine einmonatige Kampagne circa. Wir spielen einmal jeden Montag und insgesamt 4-mal circa. Also geht die ungefähr einen Monat. Ist das eigentlich die Maus, die man sieht? Ja, du siehst immer den Mauscursor der Spieler. Ich weiß nicht, ob du auch die von Vierlo siehst. Ja, da steht Game Master. Mhm. Ich war mir nur nicht sicher, was das ist. Das ist die Maus, ja.
Aber richtig top, dich mal als Spieler zu sehen. Ich muss gar nichts machen. So. Ich chill hier einfach gerade. Und überlege, wie ich den Charakter ausspielen will. Ich habe anfangs gedacht, dass die, vor allem Panda, also Naki, am Anfang noch nicht so viel redet, erstmal reinfinden muss und so. Weil sie meinte, sie ist nervös und so. Und jetzt macht sie fast den ganzen Redefluss. Ich denke so, ja, cool. Macht sie Spaß? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, alle sind da, oder? Ich glaube. Was habt ihr an Zeit eingeplant? 3 bis 4 Stunden circa am Spieltag. Alle da, ja, glaube ich schon. Okay, okay. Was für eine Klasse spielst du? Jetzt nicht für jeden Waggon eine Karte gemacht. Musst du ja nicht. Ja. Aber Karten kommen immer dann, wenn es vielleicht wichtig wird. Oder für jetzt den ersten Effekt wollte ich halt die Karte noch dabei haben. Mhm. Damit schon. Hat funktioniert. Willst du uns verraten, warum du das mit der Augenklappe gemacht hast? Visuell auch stimulierend ist. Noch nicht. Und für irgendwas muss Incarnate Premium ja gut sein. So, weil du die zweite Version von der gleichen Karte hattest, oder wie? Nee, ich hab die Karten, die ihr seht, baue ich halt selber. Deswegen. Ach, cool. Oh. Cool. It's pretty fancy. Ja, von mir mit Incarnate, das ist relativ easy. Hast du sehr viel Stuff mit dabei. Alles klar. Ihr hört gleich wieder das Ratatatischien. Und wenn ihr diesmal aus der Tür tretet, des 9. Abteils, kommt ihr erneut auf ein kleines Zwischenstück, das diesmal jedoch ein bisschen breiter ist als die, die ihr schon gesehen habt. Und vor euch ist jetzt eine große Doppeltür. Das sieht aus wie das Food. Auf dessen Mitte eine große Sonne abgebildet ist mit einem Stachelkreis drumherum. Steht hier jemand wie bei den anderen Türen? Nein. Ist diese Sonne eine Art Symbol? Möchtest du mal Geschichte darauf werfen, ob du es kennst? 2. Du hast absolut keine Ahnung, was das ist. Sieht für dich nach schnörkeligen Linien aus. Ah, interessante Dekoration. Du meinst die Sonne? Ja. Darf ich auch drauf rollen? Ja, klar. 23. Du guckst dir dieses Symbol an und du meinst, es schon mal in einem deiner Bücher gesehen zu haben, dass es einfach ein generelles Symbol für die 9 Höllen ist. Das ist ein Höllensymbol. Was für Deko. Würdest du dir das aufhängen? Also in einem Zug zur Hölle? Doch schon, ja. Verständnisloses Kopfschütteln. Wollen wir? Ja, würde ich auch sagen. Ich halte nicht viel von so Deko-Zeugs. Nach euch. Alles klar. Akira, du stößt die Doppeltür auf und vor euch erstreckt sich ein großer Saal. Ihr schaut nach vorne und der gefliesste Marmorboden erstreckt sich gute 30 Meter nach vorne und ihr guckt nach oben und ihr seht über euch Himmel. Normalen Himmel, als ob ihr euch fast im Freien bewegen würdet. Nur wenn ihr nach links und rechts guckt, merkt ihr, dass irgendwann dieser Himmel von Wänden eingegrenzt wird, die wieder nach unten laufen. Und einige Stände hier aufgebaut sind von guten Gerüchen, die in eure Richtung herüberschweben, nach gebratenem Fleisch oder nach süßem Gebäck aus einer Ecke. Oh, rieche ich da Kekse?
Du riechst definitiv Kekse. Akira, wir haben noch etwas zu tun. Ja, ich verstehe schon. I'm sorry. Es ist praktisch wie ein kleines Food-Festival hier. Was sind die für Leute? Du schaust dich um und du siehst hier alle möglichen Arten an Leuten. Es ist so vielfältig, dass du schon Probleme hast, praktisch dich auf ein, zwei Leute zu konzentrieren, weil du siehst hier... Sorry, ich habe mich an meiner eigenen Luft verschluckt. Du siehst hier Tiefling rumrennen, du siehst hier Menschen rumrennen. Du siehst Dinge, die du nicht genau zuordnen kannst, mit Zähnen, Klauen, Flügeln, mit Stacheln. Danke für den Raid, Sarah. Was geht? Mit Pusteln. Super viel ist hier einfach links und rechts los und die scheinen sich aber gegenseitig, ehrlich gesagt, alle relativ aus dem Weg zu gehen. Irgendwas, was mir besonders ins Auge fällt? Macht mir mal alle mal einen Wahrnehmungswurf. Gibt es etwas, worauf ihr euch speziell konzentrieren wollt? Speziell darauf, ob irgendwer zum Beispiel auf uns guckt, wenn wir hier reingehen, ob sich irgendwelche Gruppen hier zusammengetan haben, irgendwelche herausstechenden Personen, die wir so vorher noch nicht gesehen haben, irgendwas Neues vielleicht. Humanoides? Die alle sollen machen, oder? Also nichts, was teuflisch aussieht und vielleicht Magie, wenn mir da noch was auffällt in der Richtung. Perception war Wahrnehmung, oder? Ja. Ich habe eine 23. Ich würde mich umschauen, auch ob irgendwelche Leute auf uns drauf schauen würden oder ob das Essen alles vernünftig aussieht und ob da irgendwas dabei ist, was irgendwie ein bisschen seltsam ist, vielleicht. Ah, das ist klar. 15. 15. 10. Bergard. Du, mit deiner 22, guckst dich um, schüttelst so ein bisschen deinen Kopf und konzentrierst dich mal auf einzelne Leute. Und bleibst auch mal kurz stehen. Es drehen sich ein paar Köpfe zu euch um. Als ihr jetzt diesen Saal betretet, weil vor allen Dingen auch Kira die Tür so ein bisschen mit Schwung aufgestoßen hat. Aber sag ich jetzt mal, eure bunte Truppe, die ihr ja schon seid, wird nicht mit mehr Misstrauen beachtet, als hier sowieso alle Leute misstrauisch aufeinander zu sein scheinen. Du guckst dich noch ein bisschen weiter um und auch mal so links und rechts und hinter diesen ganzen Essensständen, die euch erstmal ins Auge gestoßen sind, scheint es noch einen weiteren Bereich weiter hinten zu geben, der anders aussieht. Da müsstest du aber näher ranlaufen, um zu sehen, was da genau vonstatten geht. Wie ist der erste Eindruck bezüglich anders? Hier sieht das halt alles nach so ein bisschen so fröhliche Marktstimmung, wie mit diesem Klientel es sein kann, aufzukommen. Und da hinten scheint es eher mehr geschäftliches Umfeld zu sein. Du siehst ein paar fast schon Gebäude, die links und rechts errichtet worden sind und die auch dadurch einen Sichtschutz zu diesem neuen Bereich aufbauen. Seht ihr das da hinten? Das sieht anders aus, oder? So meine Vorstellung, wenn man jetzt von einem Raum, von einem Waggon ausgeht, erweitert sich der Raum praktisch links und rechts, also außerhalb von dem Waggon raus, oder ist es einfach tiefer im Waggon drin, also weiter Richtung nächstes Abteil? Du hast nach links und rechts. Genau, also das ist hier definitiv größer, als es außen aussieht. Ja, ja. Die Frage war nur, in welche Richtung dieser besondere Abschnitt praktisch gehen würde. Weiter vorne. Das ist praktisch wie so ein richtiger Marktplatz, der sich hier gerade auftut. Genau. Und du, wo du dich noch jetzt mit auch deinem magischen Verständnis etwas umguckst, hier ist absolut der Super-GAU los. Also mit Magie entdecken siehst du hier links und rechts magische Gegenstände, Leute tragen Dinge, Leute führen Waffen, Leute sind inhärent in sich magisch. Und dazu noch halt das
dieses komplette Hintergrundrauschen von Illusionen, was du sowieso schon die ganze Zeit in diesem Zug hast, das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Oh, Scheiße. Oh, ja, 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 ja. Also seht ihr das? Ich taumle etwas und halte mich an Bergar fest. Balan, was ist los? Meine Güte. Was denn? Magie, überall Magie. Überall? Es wäre auf jeden Fall einfacher, etwas Nicht-Magisches zu finden. So viel? So viel. Dann müssen wir erst recht vorsichtig sein. Wir sollten hier keinen Streit anfangen. Aber das hatte ich sowieso nicht vor. Nicht, dass wir es nicht verdient hätten. Ich weiß ja, wie das eine zum anderen führt. Ja, schon. Aber vielleicht in einer günstigeren Ausgangsposition. Ich habe schon gesehen, Bergar will unbedingt jemanden vom Zug schmeißen. Akira, du schaust dich auch ein bisschen um und dir fällt auf, du siehst auch ein oder zwei andere Drachengeborene hier noch rumlaufen. Wow, I like. Der eine mit ein schwarzer Drachengeborener, der ein sehr, sehr ausladendes Gehörn hat, also diesen Hornkamm. Mhm. Inwiefern ausladend, einfach unattraktiv. Unattraktiv. Einfach groß nach hinten weg. Praktisch schon. Sieht ein bisschen aus wie eine starre Löwenmähne. Oh. Sehen die. Hier eine Doppeltüre. Und der andere? Der andere, du guckst wieder um und es ist ein grüner Drachengeborener, von dem du aber nur den Hinterkopf siehst. Kannst du nicht so gut einschätzen. Ich würde so mich zu den anderen langsam zurücklehnen, so. Und was ist unser Plan jetzt? Da seht ihr die Ecke da hinten. Ja, aber was sollen wir machen? Sollen wir uns einfach hinstellen? Natürlich nicht. Balan. Ich flüster, sodass das keiner hört. Hast du irgendwas, um ein Lauschmanöver einzuleiten? Bitte was? So. Die Ecke da hinten ist praktisch ein weiterer Platz. Es ist jetzt nicht, dass da ein paar Couches stehen oder so, sondern da laufen auch wirklich Leute auch noch hin von hier dem Bereich aus. Nur falls wir das brauchen. Aber wir können ja auch erstmal hingehen. Kann es sein, dass ich... Sorry? Was hast du gesagt, Akira? Ich würde gern gucken, ob ich die... Drachen geboren und ob mir die bekannt vorkommen, ob ich die schon mal gesehen habe oder. So, an Löwenkamm würdest du dich erinnern? Mhm. Würdest du jetzt sagen, an den anderen weißt du nicht. Aber hattest du in deinem Leben schon viel mit Drachengeborenen zu tun? Also als in der Kindheit ja. Mhm. Aber später nicht mehr. Also kannst du jetzt nicht direkt sagen. Also bis ich 15 war, war ich halt mit Drachengeborenen. Den Grünen müsstest du von vorne sehen, um einschätzen zu können, kenne ich das Gesicht oder nicht. Okay. Und nenn mich gefälligst Graubart. Ja, ja. Graue Braue. Also los. Ich gehe voran und stupse Akira. Ja, ganz ruhig, Big Bang. Ich gehe ja schon. Ich versuche, so weiterzulaufen, dass ich das Gesicht des grünen Dragonborn sehen kann. Alles klar. Du läufst ein bisschen weiter und gib mir mal einfach einen Check auf Geschicklichkeit, wie gut du es hinkriegst, dich zu manövrieren oder euch zu manövrieren. Kannst du... Vielleicht die auf Englisch sagen. Ich kenne die ganzen Begriffe nur auf Englisch. Dexterity. Okay, danke schön. Also das hätte ich jetzt gewusst, aber so vorhin. Genau, einfach nur straight. Ja, ich such's gerade. Check. Ah, alles gut.
Beine ein. Das ist übrigens, also falls du gerade Dexterity suchst, das ist ganz links, das ist ja nicht in der Liste drin. Ne? Ich hab schon links, nee, unter Strange. Dankeschön. Du schlängelst dich so ein bisschen durch die Leute hier hindurch und guckst auf, dass deine Leute noch hinter dir sind, während du das tust, und schiebst dich in eine Position, wo du dem grünen Drachengeborenen ins Gesicht gucken kannst. Und du kannst nicht so genau den Finger drauf tun, aber du wirst sagen, du kennst ihn. Also du hast jetzt nicht super viel mit ihm zu tun gehabt, aber du warst so... Mir kommt das Gesicht bekannt vor. Genau. Aber sagen wir es mal so, von Jugend zu jetzt würde sich das Gesicht wahrscheinlich auch noch ein bisschen verändert haben. Keine Ahnung. Ich versuche ihn eindringlich anzusehen und schaue, ob er darauf reagiert. Willst du mich was würfeln? Er scheint gerade nicht in deine Richtung zu schauen. Wow. Einfach ignoriert. Ja, gut. Der scheint nicht mit mir reden zu wollen. Dann gehe ich weiter. Alles klar. Was? Ihr lauft weiter und webt euch ein bisschen durch die Menge hindurch und kommt dann an diesen kleinen Gebäuden an, die sich da erstrecken, und tretet durch einen kleinen Torbogen, der durch diese gebildet wird, hindurch an einen Platz. Links von euch seht ihr, dass dort mehrere Sitzgelegenheiten aufgebaut sind. Große Couchsessel mit Tischen dazwischen, an denen ein paar Leute Karten spielen, Würfel spielen. Ihr seht sogar einen Pokertisch. Rechts von euch scheinen Leute sich mehr zu unterhalten. Es gibt ein paar Abteile praktisch schon, die voneinander getrennt sind. Wie kleine Separés, in denen den Leuten Essen serviert wird ab und zu. Auf der gegenüberliegenden Seite ist etwas sehr Ungewöhnliches. Ihr seht eine große Glaswand, hinter der viele große Tuben oder praktisch wie so Glaskolben sind, in denen sich irgendetwas bewegt, und davor ein Teufel. Er sieht ein bisschen aus wie ein Kambion, würdet ihr sagen, weil... Ja, das haben jetzt nur Manu und ich verstanden. Oder zumindest Balan. Wir sollten hier weg. Dass das ein Kambion ist. Der dahinter steht und gelangweilt so ein bisschen seinen Kopf auf einen Arm stützt. Und ab und zu mal kommen Leute zu ihm, reden mit ihm, und er scheint etwas unter diesem Ding durchzuschieben. Warte, unter welchem Ding? Unter der Glaswand. Das brauche ich auch nochmal. Hinter der Glaswand. Er ist praktisch wie in einer Bank. Wie so eine Rezeption quasi. Genau. Und hinter ihm sind diese Glaszylinder, ja? Hinter ihm sind diese Glaszylinder. Bei diesen Glaszylindern ist da, was auch immer sich da drin bewegt, ist das in einer Art Flüssigkeit? Also mehr so eine Art Experimente-Scheiß? Oder ist das irgendwas, was sich einfach frei bewegt? Wie so eine Art, I don't know, Stripperin, die einfach abdance? Keine Ahnung. Ja, du hast gesehen, es sind lumineszente Stripperinnen da hinten. Machen wir mal einen Wahrnehmungswurf. Ich hätte es dir geglaubt. Es klang so überzeugend, ich so, oh, okay. Die kommt später noch. 21. Alles klar. Du guckst ein bisschen näher hin und wirst sagen, das sind Würmer? Leuchtende Würmer? Strippende Würmer. Strippende Würmer. Der eine Wurm, der wackelt richtig lasziv, ich sehe es genau. Aber nicht in der Flüssigkeit, oder? Nein, nicht in der Flüssigkeit. Und dieser Kambion scheint diese Würmer aus diesen Tuben raus praktisch zu füllen in kleine tragbare Kanister praktisch. Oder jemand kommt mit etwas zu ihm und kriegt kleine goldene Stäbchen, Karten,
Also sind das vertikale oder horizontale Gläser? Damit habe ich immer ein Problem. Länglich, von oben nach unten. Oben nach, also vertikal. Ja. Okay, und der drückt die da einfach raus, oder nee, die kommen einfach raus, oder wie? Ja, praktisch wie so ein Ventil dafür. Wie so ein Ventil, also wie so eine Art Fleischwolf für Würmer, die da rauspresst oder so. Fleischwolf, weil sie werden anscheinend, sie wackeln auch noch in den Transport Behältnissen noch rum. Und das sind jetzt Stäbchen? Ich will näher rangehen. Alles klar, ihr geht näher ran. Und Balan, mach mir mal bitte einen Geschichtswurf. Mit Vorteil. Weil du hast dich vorbereitet. Eine Elf. Eine Elf, mit nicht. Vorteil. Mit Vorteil. Ich habe eine 2 und eine 3 gewürfelt, ja. Scheiße. ja. Nee, also es sind wackelnde Würmer. Du hast mal irgendwas mit Larven in der Hölle gelesen, aber keine Ahnung mehr, was das war. Es ist ein bisschen eklig, würdest du sagen. Oh, ich weiß, was das ist, glaube ich. Könnte ich das theoretisch erkennen, weil ich der Punkt. Könnte ich das nach theoretisch machen? Mach mal einen Geschichtswurf. Ich weiß, auch was das ist, Chat. Du kommst aus der Hölle. Aber mein Charakter 21. nicht. 21. Was ist es? Ich glaube, das sind Seelenlarven. Das sind Seelen, also praktisch Währung in der Hölle, weil das die Seelen böser Personen sind, die Deals eingegangen sind, mit denen in der Seele mit denen in der Hölle gehandelt wird. Ich habe gerade erst gedacht, das wären Snacks oder so. Sind es? Es sind Snacks. Naja, wenn die Seelen essen, werden die stärker, oder? Wow. Vermutlich. Ja, toll. Das sind doch eher die Dämonen, oder? Und nicht ja, aber die wir Teufel. Sind in einem Restaurant. Was soll es sonst sein? Ja, das ist die Wechselstube für die Hölle. Ihr seid verkaufen. Auch in einem halben Casino. Ja, also, ich hätte jetzt nämlich als nächstes interessiert, worum die an ihrem Pokertisch spielen. Also was die als Einsätze verwenden. Und wenn ihr näher rangeht, seht ihr auch das, was da getauscht wird. Goldene, längliche Karten praktisch sind wie... Wie sage ich das jetzt am besten? Kennt ihr metallene Buchzeichen? Also ja. so metallene Lesezeichen? Ja, nee. Das sind praktisch einfach längliche, aus Gold ganz dünne Karten, die mit diesen Larven bedruckt sind. Okay. Und einer Nummer unten drunter. Mit einer Nummer? Mit einer Nummer. 5, 10, 20. Deb ist cringe. Spaß haben, ist voll cringe. Wir spielen D&D, Mann. Nerdiger geht's eh nicht mehr. Das ist ein Deb auch egal. Du siehst aber genau die gleichen Karten auch auf den Pokertischen liegen als Einsatz. Ich würde den anderen übrigens mitteilen, dass ich weiß, was das ist. Alles klar, ihr wisst jetzt, was das ist. Was genau jetzt? Was das für Würmchen sind. Die Seelenwürmchen, okay, mich interessieren schon die Karten, die Würmchen sind egal. Also, möchtet ihr euch das Ganze mal ein bisschen länger anschauen und ihr stellt euch daneben und merkt, dass wirklich diese Karten gegen bestimmte Anzahl von Würmern ausgetauscht wird? Gibt es hier irgendwo ein Sofa oder so einen Sitzbereich, der noch leer ist, wo man sich eine Weile niederlassen könnte? Ja, ihr findet ein kleines stilles Eckchen. Wollt ihr ins Restaurant gehen oder wollt ihr eher zum Casino-Bereich gehen und euch da eine Sitzgelegenheit suchen? Also wir sind immer noch in diesem Food-Dingens da. Ihr seid aus diesem Essensmarkt raus, aber das hier scheint eher so zu sein, dass auf der einen Seite ein hochpreisiges Restaurant ist und auf der linken Seite ein Casino. Und halt am anderen Ende... Neben einer großen Flügeltür, auf der eine 1 steht. Also ein Punkt steht. Und aber auch 2 bullige. Sieht ein bisschen aus wie ein Satyr, aber rot und sehr, sehr muskelbepackt mit sehr prägnanten Hörnern. Oh! Taurus!
Rufst du das? Nein. Muss man mal fragen. Setzen wir uns und beobachten etwas. Wo möchtest du dich denn hinsetzen? Ins Restaurant oder zu dem... Hier vorne ist eine Lounge frei. Hast du im... Wo ist denn das Restaurant? Hast du schon was gesehen? Und ich würde in die Richtung zeigen, wo die ganzen Essenstände sind. Ich schätze mal da. Naja, ich meinte, ist da etwas, was sich zu beobachten lohnt? Wer weiß, ich habe noch nicht hingeschaut. Wir können also ja... Ja? Ich würde mich hier niederlassen. Ja. Ich würde nicken und mitkommen. Auf geht's! Okay. Wo setzt ihr euch genau hin? Irgendwo zentral. Ja. Also, es gibt ja zwei verschiedene praktisch zwei verschiedene Sachen, wo ihr hinkönnt. Ihr könnt entweder in dieses hochklassigere Ambiente gehen oder in das etwas turbulentere Marktambiente. Euch da direkt in die Mitte zu setzen, funktioniert nicht wirklich gut. Ist das der Glücksspielabteil das gehobenere Etablissement? Ja. Also in dem gehobeneren ist halt dieses eine Restaurant und die Casino-Ecke und in dem etwas, wo mehr Essen oder mehr Stände sind, das ist auf der anderen Seite. Ich hätte mich Richtung Casino-Ecke orientiert, aber ich habe natürlich ein Auge darauf, wohin die anderen sich hingezogen fühlen. Mhm. Also ich würde mit zur Casino-Ecke gehen. Alles klar. Ihr sucht euch in der Casino-Ecke ein kleines Eckchen mit ein paar sehr, sehr bequemen Polstermöbeln. Also Naki, Top-Qualität. Man kann mir anmerken, wie glücklich ich bin, hier zu sitzen. Sehr gut. Und ihr habt euch einen Ort ausgesucht, wo ihr so sehr gut diesen Bereich überblicken könnt. Sitzen um uns herum Leute, die wir theoretisch belauschen könnten? Kommt drauf an, ihr könnt euch in etwas, sag ich jetzt mal, in etwas mehr besetztere Parts setzen. Dann könnt ihr besser belauscht werden, aber könnt auch andere besser belauschen. Oder ihr könnt euch in eine etwas ruhigere Ecke erstmal zurückziehen. Ich würde mich lieber in so eine zentralere Ecke setzen wollen, wo man mehr mitkriegt, was um einen herum passiert. Alles klar. Ihr findet ein lauschiges Plätzchen, eine lauschige Chaise Lounge in der Nähe vom Pokertisch. Wie viele Sitze sind da? Für euch also zwei Sessel und ein kleines Sofa. Also ihr passt da zu viert hin. Ich setze mich hinter euch. Hinter euch ist auch nochmal eine Gruppe aus zwei Sesseln, wo auch zwei Menschen. Der eine hat Hörner, sieht aber nicht aus wie ein Tiefling, sondern sehr menschlich mit Hörnern. Und der andere sieht aus wie ein Mensch und die scheinen gerade auch irgendein Kartenspiel miteinander zu spielen. Wollen wir uns mal ein bisschen unter die Leute mischen und gucken, ob wir ein paar Informationen finden können? Eine gute Idee. Ja. Ich analysiere noch etwas. Hättest du denn einen genauen Plan dafür? Wir könnten die beiden Menschen fragen, ob wir eine Runde mitspielen dürfen. Ich denke, sie bräuchten sicher einen Einsatz. Haben wir Geld? Ja, habt ihr ein bisschen Geld dabei, ja. Man braucht kein Geld, wenn man nicht verliert.
Ich stehe auf. Ich komme mit. Alles klar. Ihr lauft zu den beiden Herren herüber, die interessiert ihren Kopf heben, als ihr ankommt. Hallöchen. Guten Abend, die Dame. Wäre es jetzt möglich, bei Ihnen mitzuspielen? Natürlich. Wie viel? Ich schaue die anderen beiden an. Ja, ich denke mal, dass wir zu dritt halt mitspielen. Oder wie viel Einsatz oder wie viele Leute? Ja, wie viel Einsatz. Ich glaube, es geht um den Einsatz, aber ihr seid die Gastgeber. Also richten wir uns nach euren Tischregeln. Oh, wow. Tischregeln sind immer so eine Sache. Ihr könnt alles setzen, ihr könnt humanoiden Geld setzen, ihr könnt Seelen setzen, ihr könnt Larve setzen, ihr könnt euch selbst setzen. Und er fängt so ein bisschen an, sehr, sehr breit zu grinsen. Ich habe eine Frage. Stellt Arxol unsere Firma und Seelen zum Dealen oder so für Undercover-Missionen zur Verfügung? Ihr habt jetzt nicht direkt nach Funding gefragt. Und diese Seelen sind jetzt auch nicht etwas, was du schon mal vorher gesehen hast. Also. Ich hätte gedacht, du lachst und sagst nein. Weil wie viel Geld haben wir dabei? Jeder von euch irgendwie zwischen 50 und 70 Goldstücke. Ich schreibe jetzt einfach mal 60 auf. So, wie ich das hab. Mhm. Ja, keine Ahnung, soll ihr dann einfach 10 Goldstücke reinwerfen? Ich würde, ich würde 15 Goldstücke aus meinem Portemonnaie fischen, dem Mann vorsetzen und ihm nett mitteilen. Es tut mir leid, ich glaube, ich bin mehr wert als alles, was sie bieten können, und würde mein Geld hinschieben. Während ich spreche. Im Auge des Betrachters, aber Gold ist Gold. Die anderen. Und ja, der auch. Er macht einmal so eine Handbewegung auf die Sessel, die noch frei sind. Zwischen wie viel war das? Zwischen 50 bis 70? 50 bis 70. Schreibt mir jetzt nett 65. Ja. Macht's. Ihr dürft euch, wenn ich 50 bis 70 sage und ihr sagt, okay, dann nehme ich die 70, könnt ihr das ruhig tun. Okay, ja, dann nehme ich die 70. Gönnt euch. 15 habe ich gesetzt, also 15 Gold. Ja. Akira setzt sich einmal auf einen Stuhl, ganz gemütlich, schmeißt auch 15 Goldstücke in die Runde und sagt, da gehe ich mit. Mhm. Alles klar. Akira spielt, Naki spielt. Spielt noch wer? Ich würde eher den Pokertisch beobachten und dann entscheiden, ob ich auch spiele. Aber nicht an deren Tisch. Also ich bin da nicht mitgegangen. Okay, alles klar. Ich würde erstmal nicht setzen und erstmal nur zugucken. Alles klar. Wie das ablaufen wird, ist, wir spielen praktisch, oh Gott, wie heißt das nochmal? 21, Blackjack? Ja. Blackjack. Mit Würfeln. Ihr nehmt euch 4d6. Die könnt ihr im Chat würfeln. Die, wenn ihr die zu Hause habt, könnt ihr auch das machen. Ich vertraue euch da. Gutmütig, wie ich bin. Nicht schummeln. Und ihr werft diese 4d6. Oh, okay. Und danach behaltet ihr das erstmal, zählt ihr zusammen, behaltet ihr für euch. Wenn ihr praktisch, wer am nächsten an 21 dran ist, hat gewonnen am Ende der Runde. Wenn ihr 21 direkt habt und noch jemand anderes 21 direkt habt, dann gibt es ein Stechen. Also kurz gesagt, wir werfen jetzt einfach 4d6. Ihr werft 4d6 und behaltet das für euch. Und danach könnt ihr euch jede Runde nochmal entscheiden, ob ihr noch einen d6 werfen wollt oder nicht. Mache ich denn einen Private GM Roll oder Safe Roll? Du kannst einfach normal rollen. Okay, dann kann ich ist das also ein Public Roll dann. Kann man Karten zählen und bescheißen? Du kannst, also das ist ein Würfelgame, also kannst du das hier nicht. Aber du kannst sagen, ich gehe mit oder ich gehe nicht mit, und aber am Ende musst du deine Würfel aufdecken. Okay.
Also ich bin eh nicht dabei, es hat mich nur interessiert. Wie werf ich Würfel in Dings? Slash R und dann 4D6. Also 4, ein D. Erklärt gleich. wo slash R? Im Chat? Ja. Sollen wir nicht hinten rollen? 4D6. Habe ich das falsch verstanden? Slash R 4D6. Ich habe gesagt, ihr könnt das offen machen, ihr könnt das verdeckt machen. Okay, okay. Oh. Nee, ist schon richtig, alles gut. Mhm, okay. Alles klar. Darf ich theoretisch nochmal rollen, einen Würfel? Warte, einmal kurz. Das ist rundenbasiert. Ah, das heißt, jeder würfelt und dann wird gefragt, soll ich jetzt mal mitgehen oder passen? Und ihr könnt auch den Einsatz erhöhen, wenn ihr euch eurer Würfel sicher seid. Mitgehen ist, wenn ich nochmal würfeln will, oder? Weil ich habe noch nie Blackjack gespielt. Ja, mitgehen ist, wenn jemand erhöht und du sagst, okay, ich gehe mit, dann legst du auch mehr Geld rein, wenn der mehr Geld reingelegt hat. Okay, aber dann würfel ich damit dann nochmal dann. Also, ist das dann ein weiterer D6? Ja, ihr nehmt okay. Jetzt immer noch, für jede weitere Runde nehmt ihr jetzt einen weiteren D6. Also, der Herr guckt unter seine Würfel, guckt euch an, 5 Gold mehr. Ich gehe mit. Also, wenn ich mitgehe, dann werfe ich auch 5 Gold mehr rein, oder? Genau, und ihr könnt auch jetzt sagen, ihr passt und dann seid ihr aus dem Game raus. Okay. Dann ist euer Gold praktisch im Topf. Ich würde den Mann sehr charmant anlächeln und sagen, ich würde mitgehen. Hm, wunderbar. Was passiert, wenn man über 21 ist? Ist das trotzdem okay? Dann bist du raus. Okay, dann habe ich das richtig verstanden. Aber dann bist du raus, aber es kann ja auch sein, dass auch die anderen raus sind. Warte mal. Wenn sie zu hoch gehen. Gehen die Zahlen jetzt weiter oder wird das immer neu gewürfelt? Es wird. Du gehst weiter. Du gehst weiter. Also du nimmst jetzt deine 17, die du gewürfelt hast, und zählst deinen nächsten D6-Wurf da drauf. Das bedeutet, ich muss einfach einmal D6 jetzt würfeln. Ja, Slash D6. Wenn ihr mitgeht, dann werft ihr jetzt noch einen D6 dazu und zählt das da drauf. Das ist ein D4, Naki. Oh, sorry! Oh Gott! Okay, sorry, dann machen wir das nochmal. Ein D6. Ups. Ja. Ja. Er guckt in die Runde. Der eine guckt unter seine Würfel. Und ihr dürft euch auch entscheiden, dass ihr weiter mitgeht, aber nicht noch weiter werft. Okay. Ich würde. Ich würde. Sekunde, ich muss das kurz raussuchen. Ich würde per Telepathie mit Akira kommunizieren und sie nach ihrem Ergebnis fragen. Weil ich dem nach dem entweder weiterspiele oder passen würde. Schnitzel. Was steht genau in Telepathie drin? Hat das You can speak telepathically to any creature you can see within 60 feet of you. Sie kann mir theoretisch nicht antworten, aber doch, wegen dem Magical Item, was sie hat, doch eigentlich schon. Ja, ganz genau. Das Magical Item, was sie hat, erfordert eine Komponente. Das heißt. Oh. Das heißt, wenn du machst es doch auch mit Message, oder? Panda? Mit Message ist es halt auch, dass du halt was sagst und die Leute trotzdem sehen, dass du was sagst. Das heißt, ist bei deiner Telepathie eine verbale Komponente mit dabei? Oder also ich glaube nicht, das steht da zumindest, glaube ich, nicht drin. Ne? Da steht einfach nur, dass ich telepathisch mit irgendeiner Kreatur innerhalb von 60 Metern da spreche. Und dass die das in einer Sprache ist, was die Dings. Ich weiß gar nicht, wie ich das in den Chat poste. Einfach das Bild davon klicken. Von dem Feed. Auf das Bild draufklicken, da. Ah, du hast Telepathie. Oh. Okay, ja, dann funktioniert. Ja, was ist a short piece of fine copper wire? Das ist ein kleines kleiner Kupferdraht. Oh. Hätte ich mitnehmen sollen. Das kannst du haben. Das ist kein. Das ist kein magisches Item, was du erst seit gestern mit dabei hast. Das ist okay, wenn du das dabei hast. Also kann ich das verwenden, um mit dir zu reden?
Ja, aber dann würdest du halt diesen Kupferdraht rausholen und würdest anfangen, eine Incantation zu reden, während du diesen Kupferdraht zwischen den Händen hältst. Okay. Es ist ein bisschen sass, also. Kann ich meine Telepathie vielleicht umformulieren? Ich würde sie einmal fragen, blinzeln für ja. Wenn sie eine Zahl hat über 19, sollte sie vorsichtig, also sollte sie einfach nur kurz an ihrem Auge reiben. Der Kira reibt sich das Auge. Ich würde halt warten, was sie als nächstes macht, damit das nicht so auffällig ist. Ich werde mitgehen, aber nicht weiter würfeln. Und ich werde nochmal um 5 erhöhen. Okay, du erhöhst um 5. Der eine nickt und der andere guckt sich das an, nickt auch. Einer würfelt noch, der andere nicht. Ich würde auch. Also, ich würde rausgehen. Okay, alles klar. Du gehst raus. Wie geht man denn raus? Bei Blackjack. Du musst einfach raus. Das heißt, du verfadest dein Money. Ja. Also, obwohl mal jetzt erhöht wurde. Okay, okay. Ja, genau. Du verfadest dein Money. I see. Und sie gucken dich an. Okay. Würfel offen. Und sie heben ihre Becher. Der eine ist leider drüber. Der hat eine 22. Jawohl. Der andere hat eine 20. Ich habe auch eine 20, ja scheiße. Ihr guckt euch an. Möchte die Dame teilen? Oder doppelt oder nichts? Ja, teilen wir. Okay. Das sind dann 25, 25, 25 und 20 von Naki. 95. Für jeden. Nee, das sind insgesamt 95. Also. er würde dir 48 geben und sich selber 47 Münzen nehmen. Das ist aber großzügig. Ich sage immer gern, ich bin ein Gentleman. Und den Titel möchte ich behalten, auch wenn er nicht unbedingt zutrifft. Noch eine Runde. Vielleicht mit einem höheren Einsatz. Einem besseren Einsatz. Woran hattet ihr denn gedacht? Was wollt ihr denn haben? Naki, mach mir mal einen Inside-Check. Ein Inside-Check? Mach mir mal einen Inside-Check. Ein Inside-Check. Sehr gerne. Super. Och, das sind richtig nette Leute. Also, du hättest mir nicht gedacht. Hat toll. Das eine Goldstück mehr gegeben. Voll lieb von dem. Oder? Finde ich auch. Richtig cool. Ja. Die Frage ist, so, wir können halt nicht um Informationen spielen, wenn wir nicht wissen, ob sie Informationen haben. Kann man an ihrer Kleidung oder ihrer Ausrüstung irgendeine Zugehörigkeit erkennen? Habt ihr irgendwelche magischen Artefakte bei euch? Interessantes Angebot. Wir hätten das hier und er zieht ein paar von diesen Seelenkarten. Die sind immer gut zu haben. Vor allem, ich meine, wir sind auf dem Weg in die Hölle. Da braucht man unter anderem ein bisschen Kleingeld. Was wollt ihr denn haben? Es ist besser, mit Leuten zu verhandeln, wenn man weiß, was sie begehren. Wollt ihr Reichtum? Keine Ahnung, es ist ja gerade. Oh mein Gott. Hilf. Er guckt auch Naki so ein bisschen an. Naki ist etwas am Überlegen. Den Mann eurer Träume? Die Frau eurer Träume? Habt ihr schon mal etwas von einem Sand gehört?
Er guckt dich so ein bisschen an. Sag mir nicht, dass ihr mit diesem Langweiler hier seid. Tatsächlich sind wir nicht mit ihm hier. Ich würde ihn gerne kennenlernen. Also, uns kennenzulernen war definitiv besser, als ihn kennenzulernen. Weiß ich zufälligerweise, was für eine Rasse Sanft ist? Sand ist halb Teufel. Halb Mensch, halb Teufel. Kein Tiefling, sondern wirklich Teufel. Direkt abstürmig. Ja, aber scheinbar kennen sie ihn. Woher kennt ihr diesen Sans denn? Also, diesen komischen Bluthund, den muss man irgendwann, den lernt man irgendwann kennen. Vor allem den. Ich meine, ja, er ist hier nicht draußen unterwegs, ist die ganze Zeit nur in seinem komischen Abteil und kommt nicht raus. Richtiger Langweiler. In welchem Abteil, wenn ich fragen darf? In welchem Abteil? In einem von den ersten. Okay. Und wird das bewacht? Er guckt dich so ein bisschen schräg von der Seite an. Seid ihr irgendwelche komischen Groupies oder so? Groupies trifft es vielleicht nicht ganz. Und ich würde ihn freundlich anschauen. Er ist aber ein alter Bekannter, ist etwas weit gefächert. Aber wir müssen ihn dringlich treffen. Ja. Habt ihr erste Klasse Tickets? Leider nicht. Dann wird's schwierig. Habt ihr erste Klasse Tickets? Er lächelt wieder dieses ganz breite Raubkatzengrinsen. Aber natürlich. Oh. Dann wäre das doch ein gelungener Einsatz. Oder ein guter Einsatz. Das ist aber wirklich ein großer Einsatz. Wenn ich verliere, müsste ich ja den ganzen Rest hier verbringen von der Fahrt. Weil ich gehe ganz bestimmt nicht in eine von den neuen Abteilen. Aber das ist doch gar nicht so schlimm. Dann könnt ihr die Zeit mit uns hier verbringen. Und ich würde ihn sehr charmant anlächeln. Ich stelle mich auch jetzt etwas näher. Ich komme etwas näher ran und sage, jetzt wo der Einsatz etwas höher geht, würde ich auch mitmachen. Außerdem, ich bin vorhin etwas eingenickt. Wie lange geht die Fahrt wohl noch? Ich habe mein Zeitgefühl verloren. A.k.a. Balance Wonders. Nee, ich will von denen wissen, wann wir bei der Hölle sind, weil wir wissen das nicht. Er zieht eine Taschenuhr aus seiner Weste. Wir haben jetzt 15 Uhr. Noch. Und wie lange dauert es ungefähr noch? Naja, bis morgen früh. Also, nicht morgen früh, sondern morgen Mittag, Nachmittag. Ihr habt Zeiten hier auf der oberen Welt. Ich verstehe das nicht. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Gab es irgendwelche Zwischenstopps? Jetzt nicht mehr. Aha. Den letzten haben wir gerade erst hinter uns. Ich guck dich an, ihr seid nicht hier häufig hier unterwegs, oder? Nein. Nicht wirklich. Vor allen Dingen den Menschen in der Runde an. Aber ich verstehe nicht, ihr seid ja selber auch menschlich, oder sehe ich das falsch? Oh, meine Liebe. Nein. Oh. Tut mir leid, wenn ich das falsch gedeutet habe. Das ist in Ordnung. Das soll so sein. Also, mein erste Klasse-Ticket, und er legt es so auf den Tisch, würde euch da reinbringen. Erste Klasse-Tickets sind plus Begleitung. Das heißt, ihr könntet euch auch alle dahin begeben. Was gebt ihr mir? Im Gegenzug. Geld. Geld kann das nicht bezahlen. Ich würde die anderen beiden anschauen, ob sie irgendwas Wertvolles dabei haben.
und währenddessen meine Hand vorsichtig auf meine Kette legen, so von wegen sagt, das gebe ich nicht her. Hör mir nicht. Kann ich einen guten Blick auf dieses erste Klasse-Ticket werfen? Ja, mach mir mal bitte einen Nachforschungswurf. Excuse me? Was ist das auf Englisch? Investigation. Oh. Ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht, dass ich nur die englischen Begriffe kenne. Eine 6. Ja, sieht ein bisschen anders aus als euer Ticket. Einfach anders bedruckt, auch eine andere Farbe. Und euers war ja rot und das hier ist purpur. Also lila. Und ist es auch ein bisschen anders bestickt praktisch oder bedruckt. Okay. Ich und da eine steht Frage. Ein großes Eins. Eine große Eins. Ich habe ein Forgery-Kit. Mhm. Ich weiß, wie man Dinge fälscht. Ja. Glaube ich, dass ich dieses Ticket fälschen könnte? Du würdest davon ausgehen, wenn du es hast und in der Hand hältst, es dir mal genauer angucken kannst für ein bisschen, könntest du es wahrscheinlich fälschen. Aber dafür bräuchtest du es erstmal für eine gewisse Zeit. Hier laufen auch Schaffner rum, ne? Also so diese, oder ich frage anders, diese Leute, die zwischen den Abteilen sitzen, in Zuguniform oder allgemein in Uniform, gibt es davon auch welche, die hier irgendwo rumlaufen oder vielleicht auch mal Tickets kontrollieren? Hier laufen keine rum, aber die Minotauren an der Tür haben die gleiche Uniform an und auch der Kambion hinterm Glas hat die gleiche Uniform. Möchtest du die mal ein bisschen beobachten, was da so passiert? Ja. Und ist diese Uniform komplex aufgebaut? Nicht wirklich. Die Uniform ist auch auf, sag ich jetzt mal, das... Also ich kann auch direkt sagen, was ich im Kopf habe, wenn du möchtest. Musst du nicht, aber kannst du gerne tun. Pass auf. Zusätzlich zum Forgery-Kit habe ich ein Disguise-Kit. Ich kenne mich also aus mit Verkleidungen und Co. Aha. Außerdem bin ich Master of Intrigue. Ich kenne mich also aus mit Akzenten, mit Verhaltensweisen und Co. Okay. Das heißt, mein zweiter Gedanke wäre, unabhängig von dem Ticket-Kopiertrick, einfach als... So wie die Menschen hier gerade vor mir auftreten, dass ich auch so gehen würde, deren Akzent so ein bisschen kopiere und so tue, als wäre ich aus der Hölle, möglicherweise einen Weg finde, diese Uniform nachzubasteln, um einfach nach deren Tickets zu fragen. Du bräuchtest wahrscheinlich eine Uniform oder zumindest Stoff, aus der diese Uniform gefertigt wurde. Ob du den hier kriegst, Ich würde diese Leute, immer wenn ich jemanden mit so einer Uniform sehe, akribisch beobachten, gucken, ob die irgendwann mal einen anderen Raum aufsuchen, sich irgendwo hin verziehen oder so. Ich will einfach mehr über die erfahren. Und ich würde ganz gerne die allgemein so ein bisschen die Dialekte studieren, die hier gesprochen werden. Hallo? Hallo? Ist vorher schon so abgehackt bei einem Satz. Ich glaube, da gibt es gerade technische Schwierigkeiten. Hallo? Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ich glaube, da ist jemandem das Internet abgestürzt. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Ja, ich glaube, wir müssen aber kurz warten. Ein schöner Zug. Ja, bin ich auch. Bin ein paar Seelen erspielen. Oh, ihr Stream ist offline gegangen. Nein. Hatte gerade jemand im Chat geschrieben, dass sie offline ist. Oh no. Das Internet wahrscheinlich abgestürzt. Oh.
No. Das wenn passiert Internet, bei... Wenn ihr Internet kurz weg ist, dann gehe ich eben kurz meine Katzen füttern. Werden die sonst verhungert? Ja, die kriegen normal um 10 Uhr Essen. Ja, das heißt, sie schreien jetzt. Dann los. Ja, sie würden anfangen zu schreien. Ich brauche aber nur eine Minute. Okay. Ja, alles gut. Läuft ja gerade nichts weg. Wie ist bei euch eigentlich so zeitlich nach hinten raus? Ich bin Schmetterling, ich bin frei und beflügelt. Mir ist egal. Also um 1.30 Uhr muss ich los zur Arbeit. Also... Das ist mir definitiv zu spät. Ich bin gerade am Arbeiten. Wie ist das? Wow. Ja, true though. Ja. Den Luxus habe ich nicht. Ich muss außer Haus gehen, um zu arbeiten. Ich nicht. Ich war heute draußen und habe Müll verschoben. Das ist dein neues Hobby. Jetzt, wo dein Hobby dein Beruf ist. Nee, wir haben einfach super viel Pappe hier, weil so viele Sachen hier noch rein müssen und haben gehofft, dass die das mitnehmen. So übelsten Pappeberg dahin gelegt, aber die haben das nicht mitgenommen. Jetzt lag da übel viel Pappe. Aber es ist ja voll ungünstig, weil hast du das jetzt rausgelegt? Ja, ist jetzt quasi in der Garage. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, weil bei uns hat es heute übelst angefangen zu regnen. Ja, das war auch gut durchnässt. Bei mir regnet es gerade. Es wird endlich kühl. Ja, also ich bin rein theoretisch bis 1.30 Uhr habe ich Zeit. An sich. Also ich denke, dass 0 Uhr bei mir das Limit wäre. Panda ist auch Homeoffice, glaube ich. Also. Ja, aber ich hatte eigentlich eingeplant, so um spätestens 11 zu essen. Ja, wir sind schon über der geplanten Zeit, deswegen frage ich. Ja, passt doch gut. Wir müssen erstmal gucken, ob unser Dungeon Master, unsere Dungeon Masterin zurückkommen. Ja, das ist so die andere Frage. Ja, ansonsten hat sich das sehr erledigt. Dann hat sich die Zeit, also hat sich das halt von selber dann entschieden, wie lange wir spielen. Hat jemand Velus Nummer? Nee. Leider nicht. Nur, aber Discord geht theoretisch auch vom Handy. Ich war gerade dabei zu schreiben und dann ist es bei mir wieder angegangen. Sie ist wieder an. Oh, ist sie? Ja. Okay, dann ist sie ja wahrscheinlich zurück. Also bis 11 Uhr hätte ich Zeit, vielleicht um ein bisschen länger, aber müsste ich was essen. Hey, Cunnyboy, kannst du gehen? Bebe. Hallo. Welcome back. Hallo. Mein Internet hat sich verabschiedet. Ich bin jetzt über mein Handy dabei. Ah. Oh. Ah, das ist natürlich unglücklich. Ja. Also ja. Ich weiß nicht, wie schnell sich das jetzt berappelt. Das kann sich in 5 Minuten berappeln. Das kann sich aber auch erst in einer halben Stunde wieder berappeln. Ja, wir sind ja bei 4 Stunden, ne? Also... Das waren echt schnelle 4 Stunden. Wir haben eine halbe Stunde mindestens später angefangen. Wie glücklich oder unglücklich wärst du denn, wenn wir an der Stelle jetzt einfach für heute den Cut setzen? Das wäre für mich in Ordnung. Wie sieht's bei euch aus? Aber mir ist alles in Ordnung. Also ich fände es auch fein. Also es macht sehr viel Spaß gerade zu spielen, aber im Internet kann man nichts ändern. It is how it is. Ja. Ja, ich sag mal, ja. Passt für mich. Für mich passt auch alles so. Ich bin da auch ganz flexibel. Ich hab nur gerade gesagt, mein Limit wäre 0 Uhr. Also wenn wir jetzt noch kurz warten wollen, ob es doch wieder anspringt, dann... Also wir können ja auch jetzt einfach mal kurz Päuschen machen und gucken, ob sich jetzt in den nächsten 5 bis 10 Minuten mein Internet berappelt. Aber, Panda, du meintest, dein Limit ist 11, ne? Eigentlich schon, ja. Weil dann, ja, okay. Wenn wir jetzt 5 bis 10 Minuten machen, dann ist eh kurz vor 11, dann macht es mehr Sinn, wenn du einfach ein Auto reinhaust und dann, oder? Ja. Also ich plane beim nächsten Mal sonst ein bisschen mehr Zeit ein und esse im Vorfeld, aber ich war mir jetzt nicht Wann sicher. Starten wir denn nächstes Mal am nächsten Montag? Starten wir da auch 18.30 Uhr? Das ist eine gute Frage. Also 18.30 Uhr, ja. Okay.
Das sollte eigentlich für mich fein sein, ja. Ja, ab September. Für mich. Aber ich bin wahrscheinlich bis 18 Uhr auf der Arbeit, deswegen. Ich bin auch ganz flexibel eigentlich. Same. Alles klar. Ja, aber dann hoffe ich, ihr hattet heute Spaß. Yes, hatte ich. Ja. Definitiv, ja. War richtig cool. Ich war super, super nervös am Anfang. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe echt keine Ahnung warum. Ja, das ist was Neues. Da ist man manchmal einfach ein bisschen nervös. Aber ja. Ich glaube, jetzt hat es sich langsam eingeklinkt. Ja, kein Problem. Also ist auch kein Problem, wenn du sagst, hey, wie du es am Anfang gesagt hast, machen wir bitte jemand anderes oder etc. Kein Ding. Ich hätte wirklich so, weißt du, es ist, das Ding ist, ich habe das Zeug sogar aufgestimmt, ich habe es vor mir gelegt und ich war so, kein Problem. Das hat jetzt sehr gut funktioniert an diesem Tisch. Ja. War gut. Ja, nein. Dann danke dir für das Vorbereiten. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. War sehr schön. Vielen Dank. Nächste Woche plane ich mehr Zeit. Und Snow, wie ist es mal der Spieler zu sein? Ist ungewohnt. Ich habe ja auch eine private Route, wo wir ab und zu spielen. Gut, ist jetzt schon 2-3 Monate her oder so, aber ich lerne einiges dazu. So langsam finde ich selber das, was ich spielen will als Spieler. Ich habe so einige lustige Ideen bekommen beim Spielen. Nice, freut mich. Ja, also ich hatte viel Spaß. Ich auch. Ich war sehr überrascht, wie viele Fragen gestellt wurden teilweise. Das war richtig krass. Wie viele Fragen gestellt wurden? Ja, wie viele Fragen gestellt wurden. So, wir kommen in ein neues Abteil. 15 Fragen. Wie sieht das aus? Wo bin ich? Was ist das? Wer ist das? Wo bin ich hier? Was ist los? Weißt du, womit ich glaube, dass das zusammenhängt? Womit? Dass wir weniger visuellen Stimulus haben und deswegen mehr fragen müssen. Also zumindest im Vergleich zu deinen Runden. Weil man bei dir immer alles schon sieht, geht man davon aus, dass man alles sieht, was zu sehen gibt. Aber nee, ich weiß, was du meinst, aber ich muss widersprechen. Das haben wir auch, als wir die Karte haben, haben wir das trotzdem genauso gemacht. Da kommen genauso viele Fragen. Ähnlich, ja. Auch so, ist das wirklich so? Ist das wirklich da? Das war von Anfang an schon so. Das ist ja okay, könnt ihr ja gerne fragen. Ich finde das gut. Das hilft ja, das Szenario zu gestalten. Ich war einfach positiv überrascht von Sushi und von Panda. Oh, das ist voll lieb. Ich war mega nervös. Ja, weil ihr so viel erfragt habt. Weißt du, hab ich mir einen recht verbalen Charakter gemacht. Aber ich musste fast gar nichts machen. Ich kann mich zurücklehnen. Also, ich habe irgendwie schlecht gefühlt, als ob ich mir zu viel sprechen würde, weil ich sage, oh shit. Nee. Ich finde, bei Panda merkt man überhaupt nicht, dass sie es noch nicht gespielt hat. Nee, überhaupt nicht. Das ist wirklich, ich mag diese Runde schon jetzt ganz gerne. Nee, ich mag Dungeons & Dragons auch sehr gerne. Es macht sehr viel Spaß. Häufig. So, wenn es so spät wird, dann muss Petra aber dann muss zu Hause Petra bleiben. Kann ich nicht mehr nach Petra schreien. Ja. Ich finde es schön, dass ihr auch untereinander mit dem Roleplay auch direkt angefangen habt. Sehr gut. Ja. Mein Internet ist immer noch am sich finden. Ja, wie gesagt, dann lassen wir das für heute erstmal so. Aber die Musik läuft noch. Bei mir. Der Server läuft ja theoretisch auch. Oder hostest du selbst? Nee. Aber ich habe auch noch ganz lange dieses. Ich habe auch noch ganz lange dieses Ratatat der Schienen gehabt, ohne dass ich es ausschalten konnte. Es ist jetzt einfach für immer da. Es ist jetzt einfach für immer da. Ihr seid jetzt für immer in diesem Zug gefangen. Susi, dieser Zug ist eigentlich die Hölle. Tada! Ich habe eine Frage. Ja. Vorgesehen waren 4 Sessions, richtig? Ungefähr, ja. Einschätzung nach der ersten Runde. Wie viele werden es wirklich? Einschätzung nach der ersten Runde sehe ich eher 3 als 4. Weil ich konnte noch nicht so ganz eure Geschwindigkeit einschätzen, wie ihr durch Dinge durchkommt, wie viel ihr machen wollt, was ihr tun wollt. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen erwartet, dass ihr auf diesen Zug draufklettert.
kommt sicher noch. Ja, ich hab's überlegt, aber noch habe ich keinen Grund dafür gehabt. Das wird garantiert irgendwann noch folgen. Das ist eine Möglichkeit, die ich gesehen habe. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen. Es gibt mehrere Wege, und wenn ihr noch einen anderen findet, dann freue ich mich. Aber wenn wir das tatsächlich in 3 Sessions schaffen und vielleicht die nächsten Sessions vielleicht noch eine Stunde oder so dranhängen, dann schaffen wir das ja noch, bevor dein Urlaub zu Ende ist. Vielleicht. Ja. Also ich würde es jetzt nicht theoretisch hetzen wollen, aber das war halt nur so ein... Vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin, bevor dein Urlaub dann zu Ende ist. Das soll nicht der entscheidende Faktor sein, das ist okay. Also wir spielen, wie es uns passt, und wir sind am Ende, wenn wir am Ende sind. Beenden die Kampagne einfach nicht. Das ist mir halt wirklich schon jetzt mittlerweile 2-mal passiert, dass ich einen One-Shot angesetzt habe und danach war so, ja, mal spielen wir nächstes Mal. Also, jetzt habe ich 2 Kampagnen, cool. Aber ja, es war sehr, sehr lustig. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr auch für euer erstes Mal D&D spielen, oder hat es euch gefallen? Ja, war gut, absolut. Für euch? Definitiv, ich fand es richtig cool. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen nervös, jetzt für Snow zu spielleiten. Ja, doch, dann der bekanntere DM ist. Und aber dass ihr Spaß hattet, das ist das Wichtigste. Es war super. Ist auch toll. Okay. Sehr awesome. Das stimmt. Ich tendiere dazu eher lieb. Ich weiß, dass dein Chat gesagt hat, sei so böse, wie du sein kannst, aber ich tendiere dazu eher ein bisschen netterer DM zu sein. Ich sehe meine Spieler gerne gewinnen. Also ich verliere gern als Spieler tatsächlich. Das macht mir Spaß, weil ich dann Herausforderungen habe. Und ich bin absolut vorbereitet mit meinem kompletten Kit, falls jemand irgendwie Damage kriegen sollte. Ich bin vorbereitet bis ins letzte Detail. Das ist schön, dass Verlieren für dich mit Schaden gleichkommt. Ja. Nee, ich finde Verlieren ist interessant, weil durch Verlieren hat mein Charakter oder den Charakter, den ich spiele, dann meistens irgendwas, worauf der aufbauen kann, irgendeine Konsequenz, die gezogen wird, Entwicklung, die gezogen werden kann, und Herausforderungen, die kommen. Ist die Konsequenz tot, ne? Ja, dann ist das so. Dann mache ich 9. Das ist kein Problem. Dann kann ich mich ja ausprobieren als Spieler, ne? Bis ich so richtig realisiere, worauf ich eigentlich Bock habe, was ich da eigentlich spielen will. Okay, dann nehme ich diese Mini-Kampagne als Lerngrund, für mich auch mal asozialer zu sein. Also, mach, was du möchtest. Ich bin da, ich werde sowieso nie sauer bei D&D. Es sei denn, du holst da jetzt irgendwie einen Gargoyle aus dem hellen Portal und der Powered killt mich. Nee, alles gut. Also wenn du jetzt nicht sagst, oh, ich habe vergessen, mir fällt nichts mehr ein, egal. Ach ja, stimmt, der Gargoyle darf noch moven. ein Ballrock bricht durch den Boden. Ja. Passt in ein Theme. Ja. Ich habe da zwar ein paar High-Level-Mobs drin, aber... Ja, ein paar, ne? Halt können wir uns. Dass ihr nicht alles mit Kampf lösen könnt. Aber die Encounter, die ich für euch geplant habe, die sind machbar. Ich möchte auch nicht unfair sein. Das ist ja doof. Ach. Also, gleich dem Nächstbesten ins Gesicht schlagen. Muss er ja draufstehen zu verlieren. Okay, wir versuchen es das nächste Mal. Let's go. Der Typ, der dir gerade das erste Klasse-Ticket angeboten hat, einfach mal so auf die Nase drauf, Ticket schnappen und wegrennen. Ich finde, das ist eine gute Idee, machen wir nächste Woche. Ich habe schon überlegt, ob wir ihm das nicht einfach irgendwie entwenden können. Ich habe auch schon überlegt, tatsächlich. Ich hatte noch auf die Gelegenheit dazu. Ich sehe das Ticket gar nicht mehr, ich gehe mal da hinten hin. Ach ja. Nein, aber dann freut es mich, dass ihr Spaß hattet. Und ich hatte Spaß. Und nächste Woche geht's weiter. Yes. Alles klar. Bis dann. Alright.
Ja. Vielen Dank für deine Mühen, vielen Dank fürs Dungeon Mastern. Yes. Bitte, bitte. Dankeschön. Thank you. Okay, gute Nacht. Bye, bye. Gute Nacht. Bye. Gute Nacht. Also, ich hau auch mal ab. Warte mal kurz, Panda, streamst du noch weiter? Achso, nee, du gehst ja jetzt. Wir sind okay. Nee, ich geh jetzt essen. Snow, streamst du noch weiter? Ich weiß noch nicht. Ein bisschen auf jeden Fall. Okay, okay. Dann schmeiß ich die Leute einfach zu dir, gut zu wissen. Also ja, ich geh jetzt was essen und bis spätestens nächste Woche. Bye, bye. Schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.